Abend. Hallo, haben wir heute einen Xiaomi-Livestream? Hallöchen. Ja, wir haben immer, also wenn wir da Xiaomi? sind, ist es immer ein Xiaomi-Livestream. Ja, jetzt bin ich richtig. Ja, heute gibt es keine angebissenen Äpfel. Oh, du wolltest nur Äpfel pflücken, fällt mir dabei Oh ein. ja, stimmt. Jan wollte irgendwas fragen gerade, ne? Hallo Jan. Habe ich vergessen. Aber du wolltest gerade irgendwas sagen, Hallo. oder? Oder habe ich mich gehört? Okay, gut. Nee, ich Bild, habe nur Ton, Äpfel gesagt. Äpfel? Ich Passt-Session. habe so Äpfel? Achso, ja, genau. Apropos Apple, da können wir auch was zu sagen, oder? Übrigens, willst du? Du kannst die freudige Nachricht. Ich glaube, Oh, Jan weiß es noch gar nicht. nee, Jan weiß es noch nicht. Wir haben zwar Jan schon andere Geheimnisse verraten, aber das Geheimnis noch nicht. Wir wurden ja gestern gebannt. Wir sind wieder entbannt. Das war ein Fehler von YouTube. Der Stream hätte gar nicht gebannt werden Oh. dürfen. Sie haben das zurückgenommen. Wir haben jetzt keine Verwarnung mehr. Wir hatten ja eine Verwarnung auf Ewigkeit, Ja. bis der Kanal gelöscht wird. Aber die Verwarnung ist jetzt raus, weil wir haben Widerspruch eingelegt und haben gewonnen, sozusagen. Ja, Also wir ist haben so. gleich Oh. zugestimmt. Also wir haben auch gar nichts geantwortet, sondern haben einfach die Verwarnung rausgenommen. Das Video war auch wieder gleich online, haben wir aber trotzdem offline gestellt, weil es Ja. sowieso nur 23 Minuten lang war. Ja. Genau, aber wir haben gewonnen. Nach einem langen Kampf gegen Google. Yes. Also Google hat sofort aufgegeben, Ja, oder? sofort aufgegeben, genau. Richtig. Aber es ist cool. Also, es war auch ganz komisch, weil es ja ein Community-Strike oder Community-Verwarnung war. Und kein Also, Copy. vielleicht hat auch irgendjemand da draußen den Livestream gemeldet. Das könnte sein, aber jetzt ist jedenfalls wieder alles gut. Unser Kanal ist wieder verwarnungsfrei. Und wir können jetzt wieder eine Verwarnung Nein, das wollen wir kriegen, wenn nicht. wir wollen. Genau, jedenfalls eine freudige Nachricht zum Anfang des Streams hier gleich direkt mal. Und dann gibt es noch eine weitere organisatorische Neuigkeit, die wir euch berichten wollen. Und zwar, der eine oder andere hat es vielleicht gesehen. Alles okay? Ich gucke mal, ob wir ganz im Fokus sind. Aber erzähl weiter, bitte. Ach so, okay. Und zwar, der eine oder andere hat vielleicht unsere Xiaomi-Klemmbaustein-Livestreams gesehen, wo wir den Xiaomi Road Racer zusammengebaut haben. Beziehungsweise wir müssen noch ein bisschen bauen, bis der ganz fertig ist. Und das werden wir jetzt auslagern, aber auf Twitch. Also alle, die gerne uns noch sehen wollen, wie wir das Road Racer Auto von Xiaomi jetzt fertig bauen, die sollten uns vielleicht auf Twitch folgen, wenn ihr möchtet. Den Link gibt es auch zu unserem Twitch-Kanal unter jedem Video bei uns angepinnt im Kommentar. Beziehungsweise unten rechts seht ihr es auch. Maya Lee Ja, heißen wir unten einfach auf rechts. Twitch. Da unten links. Ne, unten rechts, ne? Aber Ja, ist für es für die dich. rechts? Ja, für die ist es Ja. rechts. Unter Jan, genau. Ja. Genau. Also, da bauen wir es fertig, aber zum Road Racer gibt es auch noch für alle, die jetzt zum Beispiel, die eher nicht so gerne auf Twitch sich da anmelden möchten oder sowas, für die gibt es auch noch ein extra Review-Video, werden wir noch produzieren zu dem Lego-Ding. Und das gibt's dann. Lego-Alternative, meine ich. Sorry, Lego nicht, Klemmbaustein, Xiaomi. Das gibt's dann hier wieder auf dem Genau, Kanal. richtig. Nur wichtige Info, da werden wir auch öfters wahrscheinlich auch mal hin und wieder. Oh, danke, der Name Felix war schon weg. Hat uns gefolgt. Ich denke mal auf YouTube, oder? Ja, das Oder? ist Ja, YouTube genau, das jetzt, ist nur ja. YouTube, genau richtig. Auf YouTube. Dankeschön Das war aber laut. für dein Abo, genau. Willst du die Ich Alertbox ein bisschen leiser machen, kann die vielleicht? nicht explizit, weil es ist Desktop-Audio. Sonst mache ich den Jan auch gleich mit leiser und das möchte ich nicht. Ah, hier die Alertbox direkt kannst du da nicht, ne? Mhm. Ah, okay, gut. Genau, jedenfalls nur zur Info, auch wenn wir nochmal neue Klemmbausteine bekommen, dieses Aufbau machen wir jetzt alles auf Twitch dann und sowas. Genau. Ach, das ist Felix auf Twitch. Ach, das finde ich auf Twitch. Also hat er doch auf Twitch gefolgt. Also geht doch Ah! beides. Oh, Also, oh, noch ein ah! Follow. Ben Kampmann, Dankeschön für dein Follow aber subscribed ist, glaube ich, auf Es YouTube. ist hier. Das ist alles so kompliziert. Wir kommen. Following auf Twitch, subscribed auf YouTube. Genau, Danke stimmt. für dein Abo, Ben, glaube ich, war sein Name. Genau. Nochmal ein Hallo an alle, die jetzt reingekommen sind und die alle uns auch nochmal begrüßt haben. Oh, jetzt geht's Oh, aber rund hier. Cyberdal. Danke für dein Follow auf Twitch. Jetzt haben wir 50 Follower. Vielen Dank. Es sei denn, es sind uns schon wieder drei Außerdem sind entfollowed welche und wir gegangen. wissen es gerade Aber nicht. wenn es stimmen sollte, dann haben wir jetzt 50 Follower auf Twitch. Sehr, sehr cool. Dankeschön dafür. Wir werden uns auch nächstes Mal darum kümmern, dass die Alertbox vielleicht ein bisschen leiser ist, Ja, weil das klingt. ist gar kein Problem Oder normalerweise, vielleicht aber. haben wir auch das noch so laut, das weiß ich gar nicht. Ansonsten. Im letzten Stream war es aber auch, wo ich es im Nachhinein geschaut habe, ein Aber bisschen her. so freuen sich vielleicht auch, also können Sie mal richtig uns unterbrechen. Genau, richtig. Wenn ihr uns schockieren wollt, dann followt uns einfach oder Genau. abonniert uns. Und Jan hat eine neue Perspektive und es wurde auch schon dein Bild gelobt, Jan, dass es heute viel besser wäre als sonst. Entschuldigung, wer hat das geschrieben? Warte, wo habe ich es gelesen? Oh, ist das schon wieder gelöscht worden? Nein, ich habe gedacht. War es nicht Jan Felix? heute gut? Ja, Daniel hat es gesagt. Daniel? Heute gutes Bild. Wirklich? Das ist jetzt meine Webcam, weil ich habe heute nicht die Kamera. Okay, ich zeige das einfach mal kurz. Hier. So sieht das eigentlich aus, ja? Da ist die gute Kamera.
Genau. Ja, aber scheinbar ist dein, vielleicht bist du ein bisschen heller einfach, weil du die Gardinen mal offen hast. Und das war der Daniel, der uns auch. Ach, und danke Daniel für dein Follow auf Twitch, denke ich mal, war das. Sehr cool. Sehr cool. Dankeschön, Dankeschön. Da werden wir jetzt auch demnächst dann halt die Klemmbausteinsachen machen und vielleicht auch das ein oder andere Livestream. Aber die Tech-News und so gibt es weiterhin wie gehabt hier natürlich. Genau, das ist nur, gilt nur für die ganzen Klemmbausteine, weil wir wollen das ja auch weitermachen. Der Racer soll ja nicht das letzte Projekt gewesen sein. Und weil es hier doch ein bisschen, ja, nicht ganz zu diesem Tech-Kanal passt, das Bauen selbst zumindest, geht es auf Twitch und da ist ja es auch ganz, ganz praktisch. Ich würde sagen, wir nehmen eine Frage jetzt auf, dann gehen wir in die Tech-News und danach machen wir die restlichen Fragen. Aber von Ben. Danach will ich noch eine Sache sagen, wäre ganz nett und dann können wir direkt losgehen. Wie jetzt? Ich will auch noch eine Sache sagen zu Felix' Antwort da gerade. Okay, dann erstmal Marco dann jetzt. Ja, gut, dann wollte ich die Frage nämlich von Ben ganz kurz aufgreifen. Wie geil ist ein Curved-Display? Wer findet es gut? Optisch finde ich es gut. Ich glaube, das teilen wir meistens auch zu dritt die Meinung. Aber wenn es zu krass gecurved ist, kann es im Alltag nerven. Also, guckst mich an. Also, ja. Also, ich selber favorisiere, um ehrlich zu sein, flache Displays. Ne? Also, nicht nur bei Smartphones vielleicht, wobei es bei Smartphones sogar schon eher gecurved, um ehrlich zu sein. Aber bei Monitoren, vor allem bei großen Monitoren, habe ich es irgendwie lieber, wenn ich jetzt beim Schneiden, weil ich benutze den Monitor meistens zum Schneiden von Videos, dass dann eben alles flach ist und ich die Timeline von rechts nach links sehen kann. Ich finde es irgendwie besser, als wenn es dann so gecurved ist und ich dann zum Reinversinken in Spielen oder so, oder auch wenn ich bei Marco jetzt hier irgendwie Formel 1 zocke oder so, dann ist es cool. Aber irgendwie zum Arbeiten beziehungsweise zum Videoschneiden finde ich flache Displays besser. Erschießt mich nicht deswegen, aber irgendwie persönlicher Geschmack halt einfach. Aber Jan bestimmt curved. Ja, na, ich glaube ja, mein Smartphone Edge Displays, oder? Ja, glaube auch Deswegen habe ich primär. gerade dabei so mein Mi 10 Pro reingehalten. Also, das ist noch eine Curve, damit kann ich leben. Und man kann bei MIUI so gut das alles einstellen. Du kannst du so einen toten Bereich definieren, dass du da nicht aus Versehen rankommst. Deswegen, also, es ist unnötig. Um es mal so zu sagen, man braucht es nicht. Es fühlt sich aber geiler an in der Hand. Okay, wenn Irgendwie, das Smartphones also. meint, ich dachte, ja stimmt, wir hatten das, wisst ihr ja, glaube ich, gar nicht, ja, stimmt, wir waren ja gar nicht dann live gerade, weil wir haben davor doch kurz über Curved-Monitore geredet, über Jans Curved-Monitor und über Markus Curved-Monitor und irgendwie habe ich jetzt gerade den Monitor im Kopf gehabt. Auf Smartphones bezogen finde ich das designtechnisch sogar eigentlich ein bisschen schicker, wenn es curved ist, das Smartphone, genau. Aber ja, also ich finde es vom Design her schöner, wenn es nicht zu sehr gekrümmt ist, das habt ihr, glaube ich, beide jetzt gerade gesagt schon, also Ja, wenn ich aber das das nicht ist ja tausendmal okay. wiederhole. Jetzt haben wir alle drei die gleiche Meinung Genau. vertreten. Aber bei Monitoren will ich flach. Es kommt auf den Monitor an. Ja, Aber du genau, wolltest wie noch was. groß der ist. Ja, genau. Aber du wolltest noch was Ich anderes wollte nur sagen. ganz kurz Stell dir darauf. vor, Markus Monitor wäre nicht gecurved. Okay. Ja, das wäre krass. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich ist es doch dann besser, wenn er zu groß ist, dass er gecurved ist. Ich wollte nur ganz kurz auf Terunias Nachricht eingehen. Der Stream von Ballungsraum wurde auch gestrikt. Wir wussten gar nicht, dass Ballungsraum auch den Apple Livestream restreamt hat. Ich hatte die ganze Zeit gedacht, immer nur, naja, wir haben ja andere Kollegen gesehen und da haben wir gesehen, dass sie nicht gestrikt wurden, zumindest dachten wir es. Aber interessant, dass auch andere gestrikt wurden. Falls Ballungsraum uns gerade zusieht, keine Ahnung, dann solltet ihr auf jeden Fall auch Widerspruch einlegen, weil bei uns hat es sofort geklappt. Ungefähr dreiviertel Stunde später war das Ja, Video wieder online. genau. Also sollte man machen, weil das Schlimme ist bei der Verwarnung, was uns selber dann auch stark gewurmt hat, dass die Verwarnung halt eben bleibt, bis der Kanal gelöscht wird. Der wäre für ewig geblieben, die wäre für ewig geblieben, die Verwarnung. Und das war halt ein bisschen kacke so. Deswegen sind wir jetzt froh, dass wir die Verwarnung wegbekommen haben und es war halt einfacher als gedacht, aber das haben wir jetzt auch schon erzählt. Und Jan wollte noch irgendwo rauf Genau, Jan hat da auch eingehen. noch was. Ja, da alle so rummeckern, hier wie mir ein Bild. Das ist auch eine gute Webcam, das wollte ich nur kurz klarstellen. Das ist Ja, das ist eine eine sehr gute Webcam. relativ teure Logitech-Webcam. Nicht so Deswegen scheiße wie sieht die die auch ziemlich cool Lumix-Kamera. aus. Ja, die Lumix-Kamera, die noch viel teurer war, das ist viel besser. Preis ist Nee. nicht Nächstes alles. Mal kommt die Kamera einfach, meine gute Kamera dahin, dann reden wir noch mal weiter. Ja, ich So, aber jetzt glaube, Tech News, oder? ich glaub auch, dass es an der Perspektive liegt und dass man halt so schön die Sachen hinten im Hintergrund sieht, weil jetzt auch da Licht reinkommt, dann sieht man, was Ja. da für Kartons hinten rumliegen und so. Und für Pfandflaschen und Ja, alles. es macht es optisch ansprechender. Genau, Pfandflaschen sind da nicht, Nee. aber meine ganzen Produktverpackungen sind da überall. Ja, ich mag ja sowas auch immer, ne? Obwohl hier gibt es ja auch so ein paar Produkte hinter uns. Ja. So, Jan, Entschuldigung, ich wollte dich Gut. nicht unterbrechen. Ich glaube, Jan wollte auch den Tech News, oder? Auftakt Fangen wir machen, mal ne? an. Er wollte uns Flügel Wir verleihen. brauchen so einen Jingle eigentlich, so Tech News. Ey, Beginn ich habe jetzt. heute, Nehmen ich wir weiß nicht, ob auf. ihr den Podcast kennt, Fest und Flauschig. Da Hast kommt am schon Anfang gehört. mal so ein Jingle. Und dachte ich mir auch so, oh, so ein Jingle wäre cool. Irgendwie, wo irgendwas Lustiges kommt. Ja, eigentlich wäre es ganz cool. Aber Ja, Entschuldigung.
Vielleicht haben wir in der Community Personen, die da begabt sind. Und, ja, genau. Falls uns vielleicht jemand kostenlosen Jingle zukommen lassen will, ohne irgendwie Copyright-mäßig Probleme. Ich kenne jemanden, der kann die Gitarre spielen. Also, das wenn man stimmt, was mit Gitarre haben will, dann. Ja. Nee, gut, fangen wir mal an. Ich erinnere mich noch an einen Livestream, an der Tech News, wo wir erzählt haben, dass LG mit allen Mitteln wieder zurück will auf den Smartphone-Markt. Das wirkt bei dem Smartphone auch so. Mhm. Und zwar geht es jetzt ums LG Wing. Das ist ein Smartphone, was, ich weiß jetzt gerade nicht, ob Marco schon das Bild zeigt. Oh nee, noch gar keine Bilder. Die Bilder kommen. Guter Hinweis, danke, danke. Die Bilder kommen. Dein Moment. Jetzt sind sie da. Und jetzt auch mit Bild und Ton. Da seht ihr das LG Wing. Perfekt. Genau, es sieht sehr besonders aus, wie man da sieht. Man hat zwei Bildschirme. Die liegen, wenn das Smartphone so ganz normal ist, übereinander quasi. Und dann kann man den oberen Bildschirm einfach drehen. Und dann sieht es sehr verrückt aus. Mhm. Aber was ganz cool ist halt, es gibt halt schon ein paar Apps, die kenne ich gar nicht. Ich weiß gerade, habe den Namen vergessen. Es sind so Livestreaming-Apps. Da kann man unten den Chat lesen und oben dann das Bild sehen im Querformat. Für sowas ist es ganz cool. Ich weiß nicht, ob YouTube da auch eine Anpassung für programmiert. Rave und Ficto heißen die. Ah, okay. Aber ich glaube nicht, dass halt so YouTube da was anpassen wird. Denke ich eher nicht. So bald oder Twitch nicht, obwohl oder so. YouTube auch sich leicht angepasst hat. Aber nur im Play. Ah, okay. Aber da kann man ja auch trotzdem die Kommentare unten schreiben und oben das Video sehen, oder? Das soll doch gehen. Bei YouTube geht diese Funktion nicht. Bei YouTube hast du oben das Video und unten die Tasten für Play, vor- und zurückspringen und diese Geschichte. Hatte man es nicht irgendwo gesehen? Bei MTBHD oder so? Das war für die Livestreams, da ging das. Bei den Livestreams. Bei den Livestreams kannst du die Kommentare. Ja. Also zumindest jetzt aktuell. Ja. Es kann ja das Ziel sein und vielleicht ist es auch schon so beworben worden, aber aktuell ist es noch nicht so. Es gibt wenige Apps, die es unterstützen, aber es gibt coole Konzepte, unter anderem natürlich, so wie du gerade gesagt hast, oben Video gucken, unten vielleicht schreiben. Aber genau das ist ja immer das Problem, ne? Wenn dann irgendjemand so ein Phone rausbringt, was so komplett anders ist und kein anderer Hersteller darauf aufspringt, das auch so macht, dass die Apps dann überhaupt dahingehend angepasst werden, ist ja jedes Mal das Problem. Dann hast du 5 Apps, die es können und das war's. Das nervt mich auch immer zum Beispiel beim Samsung Galaxy Note, obwohl es ja diesen Stift schon Ewigkeiten gibt, aber der funktioniert immer nur perfekt mit den ganzen Gesten bei den eigenen Samsung-Apps und nicht bei Drittanbietern-Apps, zumindest selten. Also, naja. Vielleicht wird da viel angepasst. Mal gucken. Naja, immerhin hat man ja die Möglichkeit, 2 Apps aufzurufen. Das ist ja schon mal was Cooles. Man kann oben dann, keine Ahnung, Navigation laufen lassen und unten läuft dann Spotify oder ein anderer Musikdienst, ohne jetzt hier Werbung zu machen. Aber man könnte theoretisch theoretisch zweimal YouTube aufmachen, oder? Wenn man irgendwie so einen Clone, die YouTube klont und dann... Ist zumindest jetzt nicht angekündigt worden von LG. Das ist eine gute Frage, ob das vielleicht gehen wird. Aber es gibt halt... Bevor wir auf die Hardware noch gleich von Jan eingehen, es gibt halt unterschiedliche Varianten. Es gibt einmal die Möglichkeit, dass eine App den großen Bildschirm nutzt und den kleinen, um verschiedene Sachen anzuzeigen, oder dass man halt 2 Apps anzeigen lässt, auf dem großen und auf dem kleinen unterschiedliche, so wie Jan auch gerade gesagt hat, Navigation und Musik oder irgendeine andere Kombination. Das kann man auch in Shortcuts speichern. Das heißt, wenn man bestimmte Apps immer zusammen benutzt, was weiß ich, die Mail-App und die Kalender-App zusammen, dann muss man nur auf eine Taste drücken oder auf ein Icon drücken. Und dann gehen beide Apps direkt in die entsprechenden Monitore. Also das finde ich schon ganz cool. Und eine ganz kurze, ich schreie ganz kurz dazwischen. Ich wollte nur sagen, ich sehe gerade, dass ihr so fleißig gerade wieder in den Chat schreibt. Mega cool. Wir werden es so machen wie immer, dass wir, nachdem wir die ganzen Tech-News jetzt aufgezählt haben und aufgesagt haben, wir dann auch uns noch Zeit nehmen, um auf den Chat einzugehen. Also hier gehen keine Fragen unter. Ganz kurz dazwischen. Ja. Gut, gehen wir kurz auf die Hardware ein. Ihr seht ja, dass es vorne keinen Notch gibt oder sowas und kein Punch-Hole. Es gibt eine Pop-Up-Kamera, die oben dann rausfährt. Die hat 32 Megapixel. Dann gehen wir gleich mal auf die rückseitige Kamera. Da habt ihr einmal eine 64 Megapixel Hauptkamera. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht verspreche, weil wir haben, bevor der Stream live gegangen ist, ein bisschen uns versprochen. Da habe ich Megapixel gesagt. muss ich euch kurz erzählen, weil es war so lustig. Das neue LG Wing hat 13 Megapixel. Ja. Genau, 13 Megapixel. War auch schon das richtige Stichwort. Das hat nämlich eine 13-Megapixel-Weitwinkelkamera noch und eine 12-Megapixel-Gimbal-Motion-Kamera. Oh. Also, die auch sehr stabilisiert sein soll. Ist ganz geil. Wir lassen uns mal überraschen. Also, wir haben jetzt auch gerade schon Gimbal-Smartphone getestet und da könnt ihr dann mal schauen. Also, in Vergleichen haben wir es getestet. Ist das Video schon draußen? Nee, noch nicht. Ich bin noch am Schneiden. Aber wir können ja sagen, was für ein. Achso, ja, das Vivo. X50 Pro. Genau. So, kommt demnächst mehr. Sorry, Jan. Kein Ding.
Dann würde ich kurz über Displays sprechen. Vorne habt ihr Full HD mit P-OLED, also es ist ein OLED-Screen. Und das kleine Display hat, ich weiß gerade nicht die genauen Zahlen aus dem Kopf, aber ich denke mal halb HD, halb Full HD. Ja, es, genau, es sind 1240 mal 1080 Pixel. Genau. Die das wichtig ist. Und das hat G-OLED. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist, aber... Genau, ich habe G-OLED noch nie gehört, aber ich habe es aus der Pressemitteilung von LG abgeschrieben. Also wenn, dann haben sie es selber falsch geschrieben. Vielleicht, ist das P neben dem G? Nee. Ich habe gerade überlegt, ob vielleicht, wenn man das zählen würde, das P, die Zahl, die das P ergibt, die Hälfte davon vielleicht das G ist, aber ich habe gerade durchgezählt, nee, stimmt auch nicht. Nee, P steht auch für das ist eine Art Plastik. Also es steht nicht für Plastik, sondern für irgendein Poly irgendwas, aber es ist im Endeffekt so ein Plastikfilm. Deswegen ist es dünner, diese P-OLED, als die normalen OLEDs. Und G-OLED ist dann Gas, wahrscheinlich. Das weiß ich eben auch nicht. Pyro, keine Ahnung. Lassen wir uns überraschen. 6,9 Zoll übrigens, das Hauptdisplay und das andere 3,9 Zoll. Ansonsten habt ihr, Kameras habe ich schon gesagt, jetzt muss ich mich kurz sammeln, genau, Prozessor ist nur leider ein Mittelklasse-Prozessor, 765G, das Handy wird aber allerdings sehr teuer, das soll ja 1099 Euro kosten. Mhm. Und da dann nur so ein Mittelklasse-Prozessor reinzupacken, ich meine, ja, ist aufwendige Technik, irgendwie was Neues, aber... Gerade bei sowas Neuem, ich weiß nicht, ob die Leute dem jetzt hinterherrennen, diesem Smartphone. Keine Ahnung. Da hätte man ruhig was Besseres reinpacken ja auch gemacht, können. Ne? Also Motorola hat es mit dem Falthandy ja auch gemacht. Da haben sie auch Mittelklasse-Prozessor reingepackt. Und, ja. Ist ein bisschen schade. Ansonsten bekommt ihr 8 GB Arbeitsspeicher und 128 GB Hauptspeicher. Und was ganz geil ist, ihr könnt eine Micro-SD-Karte noch reinstecken, was ja auch relativ selten geworden ist. Sieht man eigentlich nur noch bei Samsung. Und diese komischen eigenen Huawei-Karten da, ne, die sie da irgendwie rausgebracht hatten. Ja, die Nano-SD-Karten. Ja, irgendwie sowas, ja. Und das ist schon mal ganz cool. Jetzt kommt aber noch ein Hammer. 260 Gramm soll das Teil wiegen. Da bekommt ihr mal so ein bisschen eine Idee, wie schwer das Ganze denn ist mit diesem Mechanismus. Mhm. Und ihr bekommt einen 4000 mAh großen Akku, war das, ne? Ja, genau. 260 Gramm ist aber wirklich schwer, oder? Ich meine, ich finde schon 220 dann doch ein bisschen so an der Grenze und 260, bin mal gespannt. Aber hast ja zwei Displays da drin, ne? Vielleicht meinst du, man kann es eine abmachen und dann hat man kurz dann einfach. Dann hat man vielleicht ein bisschen leichteres, 250 Gramm. Also ich finde es sehr schwer. Ja. Das stimmt. Dual-SIM-fähig ist es übrigens auch für die, die das wichtig ist. Genau. Fingerabdruckscanner haben wir schon erwähnt. Ja. Haben wir schon erwähnt. Und am Display, stimmt. Genau. Ach nee, haben wir vorhin außerhalb der Streams erwähnt. Genau, sorry, das habe ich jetzt vergessen. Aber auf dem ersten Display, ne? Display. Ja. Genau, auf dem oberen Display. Was ich mir manchmal ein bisschen doof vorstelle, wenn man jetzt zum Beispiel, ja, ich weiß jetzt nicht, wie dick das Handy ist, das habe ich gerade die Info nicht, aber wenn man das zum Beispiel im Auto benutzt, in so eine Halterung reinsteckt und das ist gedreht, weil man irgendwie zwei Apps benutzen möchte, da muss man ja immer so dann oben an die Seite touchen mit dem Daumen irgendwie, um das zu entsperren. Aber wäre natürlich auch ein bisschen krass gewesen, wenn sie jetzt zwei Sensoren verbaut hätten in beiden Displays. Oder ein Powerbutton wäre auch blöd gewesen, dann wäre es wahrscheinlich hinter dem anderen Display gewesen, weil der Powerbutton ist ja glaube ich, trotzdem an der Seite. Also ist wahrscheinlich trotzdem beste Variante, aber ja, wenn es halt gedreht ist, dann muss man halt irgendwie gucken, wie man dann seine Daumen da drauf drückt. Aber würdet ihr da draußen euch das LG Wing holen? Findet ihr dieses Konzept mit diesen zwei Displays interessant? Also ich fände es interessant zum Testen, aber ich glaube, ich würde es mir nicht jetzt kaufen. Ich würde es halt einfach zwei Wochen gerne mal testen und wieder zurückschicken. Ja, doch, ehrlich jetzt. Ja, sehe ich ganz genauso. Ja. Weil ich hätte es gerne mal in der Hand. Ich hätte es gerne mal in der Hand und würde es gerne sehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, es privat haben zu wollen, so irgendwie. Also außer einmal zu testen halt. Ja, es ist ein spannendes Konzept. Ja, genau, das wollte ich sagen. Und sie wollten halt wieder ein Alleinstellungsmerkmal haben. Jan hat es, glaube ich, wirklich am Anfang, ich glaube, es war fast Anfang des Jahres oder so, ne? Oder im ersten Quartal war es auf jeden Fall noch, als du die News erzählt hattest, dass LG vorhat, mehr innovative Produkte auf den Markt zu bringen. Und innovativ ist es auf jeden Fall. Das gab es bisher wirklich nicht. Und Holger Heuss sieht es genauso. Was ist mit LG los? Was für eine schlechte Idee. Also die Idee finden wir gar nicht so schlecht. Aber okay, das wird sich definitiv nicht durchsetzen. Da hast du recht, sehen wir auch so. Einfach mal zwei Displays zu nehmen, was man drehen kann. Wow, Innovation sieht aber anders aus. Ich hatte auch, mein erster Gedanke war auch erst so... Ja, das ist jetzt, haut jetzt einen jetzt nicht so vom Hocker, das irgendwie, also das hätte ich vielleicht vor ein paar Jahren, hätte ich es richtig cool gefunden, so die Idee. Aber ja, ich weiß auch gar nicht, warum die jetzt damit um die Ecke kommen, ne? Aus welchem Grund. Sie wollen anders sein. Es ist nicht das Ziel,
das in den Massenmarkt zu bringen. Das hat LG ja fast so gesagt. Sondern die wollen einfach, so ähnlich wie Samsung das früher gemacht hat mit dem Note, sie wollen einfach mal was radikal anderes ausprobieren. Und das wird ja auch nicht das einzige Projekt sein. Im Endeffekt haben sie auch das schon mit dem Dual-Screens, da wo man den zweiten Bildschirm in der Hülle sozusagen... Die haben halt gerne zwei Displays immer, ne? Irgendwie. Das ist einfacher zu produzieren als faltbarer. Ja, wahrscheinlich. Und ich glaube, sie probieren es einfach aus und irgendwas klappt dann vielleicht. Also so nach der Art, du schmeißt ganz viel an eine klebrige Wand und irgendwas bleibt hängen, so nach der Art. Vielleicht auch gar nichts, mal gucken. Ja. Naja. Wann soll es überhaupt kommen, weiß man das schon? Ist jetzt, warte, im Moment habe ich es vielleicht hier auch vermerkt, es ist, glaube ich, schon vorbestellbar. Ach nee, falsch. Ich hatte es irgendwie auch, aber ich habe es nicht im Kopf. Aber was hatte ich gerade auch nicht aus dem Kopf. Nee, also LG gibt einfach schon direkt eine UVP an, wie gesagt, von 1099 Euro. Und jetzt gerade bei Amazon ist es noch nicht verfügbar, aber es müsste jetzt demnächst kommen. Ich habe deswegen auch gefragt, weil Felix auch nochmal gesagt hat, dass er von Leaks halt nicht viel hält, weil er auch irgendwie bei Nintendo zu sehr enttäuscht wurde dann von den Leaks. Aber an sich beim LG Wing kann man jetzt sagen, und auch beim nächsten Thema, was wir gleich besprechen werden, dass es höchstwahrscheinlich so kommen wird. Achso, beim LG, das ist offiziell angekündigt von LG. Also das ist ja sogar offiziell, genau, richtig. Genau, Pressemitteilung von denen, das sind keine Leaks. Die Zweitnachrichten sind noch Leaks, aber ziemlich bestätigt. Wie wir es von Xiaomi im Endeffekt kennen, also da eigentlich meistens, die Leaks stimmten dann irgendwie. Ne? Das war bei vielen Smartphones. Gute Überleitung, Charlie. Genau, das wollte ich eigentlich auch machen. Und zwar kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Xiaomi Mi 10T bzw. Mi 10T Pro, wobei es für das Mi 10T nicht so viele Leaks gibt. Genau, also die Informationen, die wir euch jetzt hier mitteilen können, sind primär zum Mi 10T Pro. Und da fangen wir erstmal mit der ersten Hammerzahl an. Wollen wir neue Fotos reinhauen? Oder nee, auf automatisch? Gar keinen Fall. Dann seht ihr nämlich auch jetzt rechts, nee, links neben uns die neuen, die Fotos vom Mi 10T Pro höchstwahrscheinlich. 5G. Genau. Das sind nämlich auch schon die ersten Pressebilder, die geleakt sind. Das heißt, das wird sich bestätigen. Sorry, ich suche gerade nach dem Vivo X50 Pro, weil es so ähnlich aussieht von hinten. Darüber wollten wir noch reden. Ja, aber du kannst doch schon mal weiter erzählen. Ich habe es in die Packung gepackt. Zum Glück haben wir jetzt solche Mikrofone. Also fangen wir mit der ersten Hammerzahl an. 144 Hertz Bildschirm. Wiederholungsrate. Aber dadurch kein OLED, sondern IPS-Display, genau. Es wird wieder, wie alle Xiaomi-Geräte heutzutage, 6,67 Zoll groß sein und ein Punch-Hole oben links haben. Ich glaube, gibt es irgendwie noch ein Xiaomi-Gerät im Moment, also direkt ein Xiaomi Mi, irgendwas, was rauskommt, was das nicht so hat? Ist aber flach oder curved? Weiß ich gerade gar nicht. Flach aus irgendwie, oder? Leicht gecurved? Ich glaube, es ist flach aus, stimmt. Es ist, glaube ich, weiß ich nicht. Darüber gibt es jetzt auch keine ganz genauen, stimmt. Gibt's in England sieht es flach aus. IPS ist vielleicht, gibt es überhaupt gecurvte IPS-Displays? Habe ich noch nie so gesehen. Argument. Also das Glas, also ich habe es noch nie so gesehen. Aber das ist ein gutes Argument. Das Glas ist natürlich leicht abgerundet an den Seiten, aber das Display selbst rundet sich da nicht mit rum. Zum Display gibt es sonst nur noch zu sagen, dass es ein Full HD Plus Display ist, also so wie gesagt wie alle anderen Displays von Xiaomi, nur dass es halt kein OLED ist, sondern IPS und 144 Hertz hat. Ob das jetzt nochmal der Riesensprung zu den 120 Hertz im Mi 10 Ultra, was wir ausgiebigst getestet haben, ist, stellen wir mal in Frage, aber zum Mi 10 Ultra gibt es Hoffnung, ne? Hab ich gehört. Genau, richtig. Wollen wir das nach den News besprechen? Ja, oder? ich wollte noch ein bisschen anteasern. Dann kann ich schon mal, wir können schon mal Danke an Daniel auch nochmal sagen. Wir haben uns auch nochmal darauf hingewiesen. Genau, Daniel. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Vielen Dank für die Infos. Genau. Dann machen wir mal weiter mit der nächsten beeindruckenden Zahl. Dann kannst du jetzt auch gleich das Handy in die Kamera wedeln. Ich mache uns dann auch gerne einmal groß. Gott. 108 Megapixel, das kennen wir auch schon. Das haben wir beim Mi 10, beim Mi 10 Pro haben wir das. Wir hatten das sogar beim Mi Note 10 Pro, glaube ich. Jedenfalls werden 108 Megapixel drin sein. Aber das Kameramodul, ihr seht es ja auch in den Bildern, ist gigantisch. Und deswegen haben wir ganz dreist eine Annahme getätigt. Und zwar kennen wir andere Smartphones. So, Moment, ich schalte uns einmal kurz groß. Merkt euch mal den Kamerabumper oder das Kamerasystem, wie es aussieht, genau. Genau, so. Oh, warte, du bist gerade nicht zu sehen. Ach ja, du bist gar nicht zu sehen. Jan, jetzt bist du zu sehen. Sorry. Verdammt. Ja. Genau, das ist jetzt, so eher so Standard, ich was man so... Das auf jeden Fall. Ja. Genau, und dann so. Halt doch mal das in die Kamera vielleicht. Also hier ist einmal die Verpackung vom Vivo X50 Pro und ich weiß nicht, ob das jetzt scharf wird. Nimm mal das Licht hier zum... Ach so, das... Ja, jetzt sieht man es, glaube ich, einigermaßen. Es ist halt auch so ein... Wie bei so einem Minion... So ein riesengroßes Genau, es geht jetzt um das obere Kameraelement. Ja. Genau, um das obere, genau, richtig. Genau, und ich schalte mal jetzt wieder auf die Bilder zurück.
dann könnt ihr das vergleichen. Und was halt die Besonderheit beim X50 Pro ist, es ist eine Gimbal-Kamera. Also eine Kamera, die nicht nur von links nach rechts, von oben nach unten, sondern auch noch diese Querbeschleunigung kompensieren kann und dadurch noch ruhigere Videos hinbekommt und bessere Fotos, weil natürlich, selbst wenn ihr irgendwo draußen in der Kälte steht und zittert, immer noch das Bild gestochen scharf ist am Ende. Ja, das war beeindruckend. Das hatten wir ja beim Vivo ja auch, das war schon krass. Da hast du gezittert mit Absicht und trotzdem sah es aus wie ein Foto, geschossenes Foto. Das genau. Ist ein Foto angucken. Als ob der Bildschirm eingefroren war. Ja, das werdet ihr übrigens auch bald sehen auf unserem Kanal. Genau. Stimmt. Also das zu dieser Kamera, also deswegen gehen wir auch davon aus, dass da mehr als nur diese 108 Megapixel sich hinter der Kamera verbergen, sondern vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Ja, vielleicht. Vielleicht auch ein Gimbal. Genau, zu den anderen Kameras, jetzt muss ich einmal ganz kurz gucken, ob da viel bekannt ist. Naja, das ist auf jeden Fall ein Ultraweitwinkel und eine Telekamera wird verbaut sein, aber da sind jetzt noch keine genauen Zahlen bekannt. Ich denke mal, da werden wir ähnliche Zahlen wie im Mi 10 Pro haben. Da wird jetzt, glaube ich, nicht das Rad neu erfunden werden, aber das Kamerasystem mit der 108 Megapixel Kamera wird auf jeden Fall interessant. Wird garantiert wieder Pixelbinding sein, aber wir schauen mal. 9 Pixel, die dann immer feind werden. Was haben wir denn sonst noch Spannendes? Ach genau, beim Prozessor gibt es jetzt auch keine Riesenüberraschung. Es wird der Snapdragon 865 sein, wahrscheinlich nicht der 865 Plus, aber wir haben es auch im Ultra gesehen, ist gar nicht notwendig. Das hat auch über 600.000 Punkte erzielt und es wird im Mi 10T, also in der kleineren Variante, mit 6 GB LPDDR5 Arbeitsspeicher gerechnet und 8 GB im Mi 10T Pro. Und das Ganze wird dann auch so bei 128 GB internen Speicher anfangen. Ja, also ich denke auch von der Leistung her dürfte das Smartphone auf jeden Fall überzeugen. 5000 mAh großer Akku wird wohl verbaut sein und somit sollte auch ein Tag überhaupt gar kein Problem sein. Die Preise sind aber das, was so richtig, richtig interessant ist. Neben den 144 Hertz. Und die Preise sind auch schon so halb bestätigt, weil die sind auf der spanischen Amazon-Seite schon kurzzeitig, waren die schon zu sehen. Und da ist das Mi 10T, also die kleinere, abgespeckte Variante, mit um die 550 Euro angegeben. Also 547,20 Euro war es bei Amazon. In Spanien muss man ja mal gucken, was es dann hier in Deutschland wäre. Und das Mi 10T Pro wäre mit 640 Euro. Das wäre ein absoluter Preisknaller, weil das Mi 10 Pro, das was der liebe Jan hat, ist mit 999 Euro gestartet und da ist im Endeffekt jetzt die gleiche bzw. bessere Hardware verbaut. Ja, und der Prozessor, Flaggschiff-Prozessor ist ja hier drin und genau. Vom Preis her ist das gefühlte gehobene Mittelklasse, so wenn man es vergleicht mit anderen Herstellern. Ja. Aber hier ist halt Flaggschiff-Prozessor. Und natürlich haben sie die Plus-Variante werden sie dann bestimmt wirklich nicht einbauen, wenn der Preis so gering ist, aber braucht man nicht wirklich. Also der 865 reicht für alles aus und da ist sogar noch Luft nach oben. Also von daher. Genau. Bin mal gespannt, ob es wirklich so kommt. Die Vorstellung soll eventuell, das habe ich vorhin gelesen, weiß ich nicht, ob es stimmt, aber am 28. September wird das Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro höchstwahrscheinlich vorgestellt. Gucken wir mal, warten wir mal ab. War jetzt nur eine Info, die ich so nebenbei gelesen habe. Genau. Es ist jetzt hier wirklich. Falls das so ist, den Stream würden wir wieder begleiten. Stimmt, den würden wir wieder begleiten. Apple nie wieder. Die sind raus. Genau, die wollen nicht, dann wollen sie nicht. Das genau. So. Und dann können wir jetzt noch ganz kurz die Mi 10 Ultra News, glaube ich, hinterherhauen. Genau, richtig. Lass mich kurz überlegen. Ich bin gerade irgendwie ist mir der Faden gerissen. Was war nochmal die News? Die News war, dass es wohl doch eine globale Variante geben wird. Ach ja, genau, das war es. Genau, richtig. Ah, sorry. Ich habe gerade so viel nochmal nachgelesen. Ja, genau. Also die News war im Endeffekt, das hast du die News ja schon verraten. Dass gemunkelt wird, dass das eventuell jetzt doch ein Mi 10 Ultra auch für den globalen Markt rauskommt. Weil ich glaube, wer hat das erzählt? Der Community Manager von Xiaomi Spanien war es, glaube ich. Also ich glaube, von Xiaomi Spanien, genau. Die Spanier, die leaken einfach alles, ne? Ja, irgendwie, ja. Spanien scheint so die Leaker zu sein. Genau, so war es. Die Person hatte angeblich erwähnt irgendwie an jemanden, dass die echten Mi-Fans sozusagen jetzt ein ultra starkes Smartphone demnächst testen können, wenn sie wollen würden. Genau. Und daraus schließen viele jetzt, okay, es könnte vielleicht doch das Ultra-Smartphone bei uns auf dem europäischen Markt rauskommen. Oh, das ist das Mi 10T Pro, man weiß es nicht. Ja, genau. Ja. Aber die Wortwahl Ultra, die war halt so seltsam mit genau. Gut in dem Satz, ne? Also vom Satzkonstrukt her. Deswegen gehen halt viele tatsächlich auch vom Mi 10 Ultra aus. Außerdem gibt es ja Petitionen, die das erbeten vielleicht auch. Aber ja. Aber vielen Dank nochmal an Daniel. Wie gesagt, er hat uns vorhin
den Link geschickt, wo das alles so drin stand. Also wenn du jetzt noch ein paar mehr Infos hast, kannst du gerne raushauen. Ich habe jetzt nebenbei das schnell gelesen, während wir den Stream eingestellt haben. Ja. Aber so grob war jetzt so die Zusammenfassung, weil die halt ultra starke Smartphone meinten und viele ja traurig sind, dass es nicht nach Europa kommt zu uns. Ist jetzt die Hoffnung wieder gestiegen, dass es zu uns kommen könnte, das Ultra-Smartphone? Daniel, genau. Nee, nicht, sondern ich meinte Daniel Loon. Aber alle, ich bedanke mich bei, oder wir bedanken uns bei allen Daniels. Alle Daniels. Ja, so richtig. Genau, mit Mi 10T Ultra. Vielleicht kommt auch sowas. Stimmt. Das wäre geil. Daniel, stimmt, vielleicht kommt noch Mi 10T Ultra. Und gar kein Mi 10 Ultra. Da kommt noch ein Mi Note 10 Ultra und ein Redmi 9 Ultra oder so. Ja, Ultras haben wir ja schon verglichen, allerdings andere Ultras, und zwar ein Samsung Ultra und ein Xiaomi Ultra. Das heute Video ist vorhin online gegangen, wer es noch nicht gesehen hat, schaut auf jeden Fall vorbei. Aber bringt ein bisschen Zeit mit, also Popcorn vorher machen, einen Tee, Kaffee kann nicht schaden jetzt abends, weil das Video geht ein bisschen länger. Genau. Aber irgendwann haben wir Spielfilmlänge erreicht. Wir arbeiten uns ran. Jetzt sind wir so Netflix-Serie. Halt. Ja, genau, ja. Macht ihr dann so Serien. Weißt du? Es gibt so verschiedene Folgen einfach. Stimmt, vielleicht sollten wir, ja, stimmt. Dann können wir also wir Game of Thrones. Eine Folge wird komplett im Schwarz sein. Ja, wäre vielleicht nicht. Dann kommt bei der nächsten Folge mal, was bisher geschah. Und dann sieht man so einen kurzen. Ja, stimmt, das wäre eigentlich ganz cool. Aber da braucht man eine coole Stimme. Jan, das machst du denn das Intro immer bitte. Und selbst Jesus Christus, selbst Jesus Christus wünscht sich das Mi 10 Ultra in Deutschland. Ich meine, wenn sich selbst Jesus das wünscht, dann kann nichts mehr schief gehen. Ich glaube, alle haben fleißig die Petition unterschrieben. Ich weiß gar nicht, wie viele Unterschriften es gab, aber scheinbar hat es gereicht. Aber mal gucken. Warten wir, das ist alles natürlich noch ein Gerücht. Also das ist doch wirklich ohne Hand und Fuß. Aber ultra starkes Smartphone. Hm. Hallo, das kann schon stimmen. Ne? Also ich meine, achso, und ansonsten war da noch irgendwas mit der ROM, oder? Dani hatte noch irgendeine Frage. Dani hat auch eine ROM gepostet. Also eine ID einer ROM gepostet. Ich glaube ja, ne? Genau. Das ist die globale ROM. Wir würden allerdings eher die EU-ROM empfehlen, aber dazu kommt noch was. Ja, genau, da kommt ein Video. Dann können wir da alles in Ruhe perfekt aufschlüsseln, dass da auch keine Fragen offen sind. Nächste Woche wollten wir es wahrscheinlich produzieren. Also mal genau, gucken, also in zwei Wochen ist das wahrscheinlich dann für euch auch verfügbar, wenn alles nach Plan läuft. Dann werden wir auch das Mi 10 Ultra, nämlich unser Testgerät, flashen auf eine deutsche Variante, also auf die EU-ROM höchstwahrscheinlich. Es gibt jetzt auch gerade nämlich auch schon das Mi 10T Ultra im Umlauf bei verschiedenen Shops mit deutscher ROM, aber da gibt es halt so kleine Haken, weil dann gibt es dort wahrscheinlich je nachdem, welche ROM wirklich drauf ist, es gibt verschiedene ROMs. Bei der einen ROM gibt es dann keine Updates, zum Beispiel bei der aktuellen, die uns auch UH89 vorhin kommentiert hat. Bei der aktuellen Beta-ROM, glaube ich, von MIUI 12 für das Mi 10 Ultra. Da gibt es dann Probleme mit den Updates, dass man die wieder raufkriegt. Bla bla bla, das erklären wir euch alles dann in dem Video, weil es wird, glaube ich, sonst hier zu lange dauern. Von daher. Genau, da können wir es euch auch wirklich zeigen, dann am Gerät genau. Selbst. Wir zeigen euch auch, wie man das Gerät unlockt, den Bootloader, dann halt das Gerät flasht mit der EU-ROM höchstwahrscheinlich und wie das alles so funktioniert. Genau. Also theoretisch können wir es dann nachmachen, auf eigene Gefahr natürlich. Genau, und ob es das Gerät überlebt, erfahrt ihr auch am Ende des Videos. Genau, das wird sehr, sehr, sehr spannend. Und ob Google Pay noch funktioniert etc. erzählen wir euch dann auch, weil wir testen es dann natürlich und sagen euch, ob es klappt oder nicht. Genau, oder ob wir deinen Teller waschen mussten, weil es nicht funktioniert hat. Genau. Ich nehme Pizza. Weil angeblich soll es funktionieren mit der Idee, die wir haben, dass dann auch Google Pay funktioniert, alles problemlos und man halt das Mi 10 Ultra so flashen kann, dass dann auf Deutsch alles funktioniert. Aber wenn es sowieso nach Europa kommt, dann braucht ihr das nicht machen. Aber trotzdem ist das Video interessant, weil ihr könnt es natürlich auch auf andere Xiaomi-Smartphones dann anwenden. Wie flasht man eine ROM auf einem Xiaomi-Smartphone? Das ist ja, glaube ich, eh schon mehr verfolgt worden. Genau. Magst du ganz kurz auf den Chat? Ich glaube, wir sind die ganze Zeit nicht im Fokus gefühlt. Wir sind irgendwie nicht im Fokus, ne? Du musst mal kurz meine Kamera ärgern. Sind wir nicht? Nee, irgendwie habe ich auch das Gefühl die ganze Zeit, dass wir so unscharf sind. Also wir sind total scharf, aber ja, die Kamera sieht das anders. Ja, jetzt ist besser, ja. So, Chat, genau. Also, jetzt können wir mal in Ruhe auf den Chat eingehen. Wir haben gesehen, dass ihr schon viel geschrieben habt, aber wahrscheinlich auch untereinander. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ja, wir freuen uns wieder. Fall. Wie Bolle. Das stimmt. Oh, ich glaube, die Nachbarn kiffen. Oh. Ja, ganz köstlich amüsiert. Erstmal Mike Maverick, schön, dass du auch da bist. Die Verwarnung wurde übrigens weggenommen. Also der ich glaub, Apple. Das ist Mike mitbekommen. Ach, Mike mitbekommen? Schon da. Ah, okay, gut. Perfekto. So, dann gucken wir mal. Tja, die 3 Euro Wisch-Webcam scheint besser zu sein als deine professionelle Videokamera, aber das hatten wir ja schon alles erwähnt. Ja. Also 3 Euro kostet sie nicht. Die ist teuer.
Meine Kamera will mich ärgern. Bist du schon wieder unscharf? Mm. Haben wir denn hier... Hast du das jetzt gar nicht verstanden? Hast du gerade gesagt, Nachbarn kiffen? Ja. Yep. Es riecht hier so ein bisschen so. Daniel hat das gehört, ich habe es gar nicht verstanden. Daniel schreibt, 25 Leute online, wow, Grund kein Apple. Wir hatten aber bei Xiaomi Livestreams auch schon mal 60 Zuschauer. Allerdings war es ein Restream von Xiaomi, genau. Die uns übrigens mögen und uns das erlauben. Genau. Im Gegensatz zu komischen Apfelfirmen, die versuchen uns zu bannen, die, wo wir dann sagen müssen, nee, stimmt nicht. Mhm. Wir haben uns nämlich in dem Rahmen der rechtlichen Gegebenheiten bewegt. So. Wenn du einen Riesenteil in der Hosentasche benötigst, ist das LG Ring auch ein gutes Angebot. Ja, und vor allem, wenn du das Display umdrehst und es dann in die Hosentasche steckst, dann wird es bestimmt noch lustiger. Dann weißt du auf jeden Fall, dass du große Hosentaschen hast, wenn es klappt. Mike sagt auch, das kauft wieder kein Mensch und gar nicht für den Preis. Ich glaube auch, ja, das wird Preis, sich nicht verkaufen. Also wenn LG solche Sachen in den Markt drücken will, einfach zum Testen, dann muss man einfach auch mal eine aggressive Preispolitik verfolgen. Und natürlich kostet es Geld, sowas zu entwickeln, das ist mir völlig klar. Und auch die Hardware kostet Geld, zwei Displays drin und so, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber wenn man in dem aktuell sehr gesättigten Smartphone-Markt Fuß fassen will, muss man was anders machen. Da reicht es nicht aus dem Bildschirm einfach nur um 90 Grad drehen zu können. Da muss man auch noch die Kunden dazu bringen, das Gerät auch wirklich mal zu wollen. Ich glaube, jeder von uns hätte es gerne mal in der Hand und würde es gerne mal testen, aber wer gibt dafür 1.100 Euro aus, um das mal zu testen? Ich würde es gerne mal so werfen und gucken, ob es wie ein Bumerang zurückkommt. Das wäre mal interessant. Okay. Oh. Könnte natürlich passieren, ne? Vielleicht kannst du es auch geschlossen werfen und wenn du es, also... dann geht's auf. Dann klappt es aus so und dann fliegt es so weg. So eine Drohne quasi. Einfach schmeißt das Handy weg und das ist eine Drohne. Ja. Was wollte ich denn noch? Hier war irgendwas, was ich gerade sagen wollte. Genau, Visi und Ben Kampmann haben geschrieben, beide halten sie nicht viel von IPS und sind deswegen raus und werden sich das wahrscheinlich nicht kaufen, weil es ein IPS-Display hat und kein AMOLED-Panel. Mhm. Ihr könnt ja auch gerne nochmal alle anderen, auch wenn ihr Bock habt, würde mich mal einfach nur mal interessieren. Wobei Mike sagt auch gerade, wenn das wirklich LCD ist, dann wird es ein Flop, für mich absolut uninteressant. Also ich denke mal, die meisten werden AMOLED favorisieren. Da müssen wir doch darauf hoffen, dass V10 Ultra als globale Variante kommt mit 120 Hertz. Ja, 100. Aber IPS kann auch richtig gut sein. Ja. Meine, wir nutzen ja Monitore mit IPS, ja, die gehören zu den besten, die es gibt. Das stimmt. Ja. Solange es nicht die dummen Schatten hat, aber mal das V10 doch hat ja auch oben links die Punch-Show, ne? Das Punch-Show. Ja. Also was ich bei IPS halt immer gar nicht so mag, also es gibt glaube ich bestimmt auch, aber ich sehe es halt meistens bei den günstigen Smartphones, weil die meistens IPS-Panel haben, dass es dann immer diese Schatten gibt, am ganzen Rand herum und auch um die Frontkamera, also ums Punch-Hole. Das ist das Einzige, was mich beim IPS immer so ein bisschen nervt, weil ich das halt sehe, aber auch nur, weil ich jetzt direkt darauf achte, die meisten sehen es nicht, dann zeige ich es dann immer, dann sehen sie es auch. Das würde mich so ein bisschen nerven, das finde ich halt bei AMOLED immer besser, aber ansonsten habe ich auch schon Smartphones gehabt, wo ich auch keinen krassen Unterschied mehr zu AMOLED-Display gesehen habe. Ja, also aber die Schatten nerven mich. Man kann gute IPS herstellen, gar keine Frage. Ich wünsche mir endlich ein Smartphone, bei dem die gesamte Rückseite Kamera ist und dann noch unten unter der Rückseite. Ja, kommt noch. Wir sind ja auf dem Weg. Wird ja mal größer, das Modul, und irgendwann frisst das die gesamte Rückseite auf. Und Daniel fragt halt wegen dem... Irgendwann kommt wirklich so ein Zoom raus. Ja, stimmt, genau. Gab's doch auch mal, oder? Ja, gab's, aber das Stimmt, das war jetzt nicht von Samsung sogar? Es gab diese Galaxy Samsung, Zoom? Genau, von Samsung war das so eine Android-Kamera. Das hatte ich, glaube ich. Aber es war eine Kamera, die auch sozusagen ein Smartphone war. Es war eine Point-and-Shoot-Kamera, die auch ein Smartphone war, also so rum. Und es war kein Smartphone, was ein Point-and-Shoot war. Ja, und man konnte es aber komplett als Smartphone benutzen. Ja, also, ja, genau. Und dann hatte Android drauf, ganz normal. Und dann, wenn man draufgedrückt hat, dann kam er, genau. Das war eigentlich fand ich es ganz lustig damals. Ja, aber ich will mir das dicke Ding auch nicht in die Hose stecken. Und wenn das dann ausfällt. Motorola hatte doch auch so ein Modul. Ja, das stimmt. Eine Motorola hatte auch so ein Modul, wo auch so ein. Ne, hießen die. Irgendwie die hießen Z irgendwas. Mhm. Da kam auch so ein Zoom raus. Fand ich sehr cool. Die Idee fand ich noch besser, weil da konntest du ja unterschiedliche Module draufpacken und dann hat es entweder einen riesen Akku oder halt so eine ausfahrbare Kamera. Oder einen Bluetooth-Lautsprecher gab es auch. Mhm. Dann, also nicht kein Bluetooth-Lautsprecher, einen besseren Lautsprecher einfach. Dann schreibt Daniel noch, wegen dem IPS-Display kein Always-On-Display, oder? Ja, das wird dann höchstwahrscheinlich so sein. Macht dann keinen Spaß, weil wenn du, also natürlich kann man ein Always-On-Display implementieren, aber dann ist der Akku auch ratzfatz. Aber meistens bei Xiaomi ist es dann so, wenn es ein IPS-Display ist, dann kann man auch kein Always-On-Display aktivieren bei denen in den Einstellungen. Sehr vernünftig, sehr vernünftig. Ben hatte noch irgendwas. Würde das Mi 10T mit IPS-Display sich noch vom Poco abheben können? Ja, apropos Poco X3 NFC, eventuell auch bald bei uns, aber mal gucken. Mhm. Eventuell sagen wir erstmal.
Es gibt Hinweise darauf, aber genau. Wir können es noch nicht bestätigen. Ja, ich glaube schon, weil das Kameramodul, Entschuldigung, auf der Rückseite wird schon noch ein bisschen stärker sein bei Mi 10T. Auch als das Poco F2 Pro, oder? Also, ja, ja. Je nachdem, wenn es dann wirklich noch so eine Gimbal-Kamera vielleicht wird und so, sieht ja momentan so ähnlich aus. Dann hat es vielleicht so ein paar Features, die Poco-Smartphones nicht haben. Ist halt dann immer die Frage, was man haben will und Preis-Leistung und da, genau, und ob also, die Kamera wichtig ist. Also wenn wir unsere Finger an beide Smartphones bekommen und das zum gleichen Zeitpunkt, dann könnt ihr auch einen Vergleich erwarten. Auf jeden Fall, ja. Wir vergleichen sowieso alles gerne, auch Apfel mit Birnen und allem. das am liebsten, aber aktuell immer nur Äpfel. Ich habe gerade beides da. Ich dachte, du hättest vielleicht wieder eine Karotte zum Schälen, Jan. Charlie, oh, stimmt. Auf einem der Bilder steht 64 Megapixel, ist mir auch aufgefallen, bei den Mi 10T Pro-Bildern. Ja, stimmt. Mal stand 108 Megapixel, auf dem anderen Bild stand 64 Megapixel. Ach, dann wird das Mi 10T sein, das Mi 10T Pro, die 108, ich glaube, so rum war das. Aber ja, dann werden die aber das gleiche Kamerasystem anscheinend haben, laut den geleakten Bildern jedenfalls. Ja, laut den geleakten Bildern. Also gucken, warten wir mal ab. Das Mi 10T Pro wird, glaube ich, wahrscheinlich wirklich so aussehen, ob das Mi 10T, aber... Genau, also geht eher davon aus, dass wir die Informationen, die wir euch gesagt haben, zum Mi 10T Pro verlässlicher sind, als die zum Mi 10T. Wofür steht das T beim Mi 10T? Das ist auch eine gute Frage. Tee trinken, ja, finde ich gut. das ist ja bei OnePlus auch so, das weiß man nicht so richtig. Das ist genauso wie die S-Reihe bei Apple mit ne, 10S und 8S und hast du nicht gesehen S. Irgendwas denken sie sich schon bei, aber sie verraten es mit Absicht nicht, damit die Community schön rätseln kann und alle falsch liegen. Obwohl... Sony verrät das ja bei seiner S-Reihe. Früher hieß das ja Sensitive, also für empfindlich. Und jetzt heißt es Supreme, weil die A7 S3 jetzt so überlegen ist. Und danke, Pil Schneider. Wer noch nicht geliked hat, fliegt jetzt aus dem Stream. Also alle, die noch nicht geliked haben, können jetzt gerne sich... Obwohl es aktualisiert ist. Die können es gerne reinschreiben, dann schieben wir euch aus dem Stream. Nee, Spaß. Nein. Wenn ihr es nicht mögt, könnt ihr uns das auch kundtun. Also so ist es nicht. Und ja. So, Mix Germany ist auch wieder da. Hey, also hi an alle nochmal. Wir gehen übrigens gerade fleißig die ganzen Kommentare hier durch. Deswegen genau. Verzeiht uns. Wie teuer ist er? Ach, da hast du schon, genau. Beim Flashen geht der Safdinet und die Google-Zertifizierung verloren. Ja, das stimmt. Aber es gibt wohl angeblich auch ROMs, die das wieder einfangen. Aber... Wartet auf unser genau. Video. Weil wir wollen jetzt alles in Ruhe testen. Wir wollen jetzt ja auch keine Fehlinformationen geben, aber wir haben aus sicherer Quelle eigentlich Infos gehört. Lucien hat Grillen verstanden. Grillen finde ich gut. Aber meinst du das, was die Nachbarn hier machen? Die grillen nicht. Die machen was anderes. Andere Marken bekommen das mit den Updates besser hin, aber Xiaomi versorgt auch viele Handys. Ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Vor Xiaomi, welches Mal, was habe ich denn da gerne getestet, da war es eigentlich noch schlechter. Weiß ich. Aber wobei Samsung und so macht es mittlerweile auch ganz ja, gut. Sie haben sich fast alle gebessert. Ja, stimmt. Und ja. Ich muss zu Xiaomis Rettung auch mal sagen, dass sie Android 11 jetzt schon fürs Mi 10 und Mi 10 Pro angekündigt haben. Eine Beta läuft da, eine geschlossene Beta läuft da wohl schon und eine offene Beta soll es werden. Also Android 11 ist schon auf dem Weg. Und laut Gerüchten eventuell auch auf dem Mi 10T Pro schon direkt dann ab Werk dabei. Mhm. Aber ja, aber ansonsten, also ich finde Xiaomi eigentlich gar nicht, also ich kriege da jetzt schon ein paar Updates. Wie gesagt, alle Hersteller werden da mittlerweile besser. Es gibt natürlich immer noch so ein paar schwarze Schafe, aber die großen Hersteller sind bei weitem nicht mehr so schlimm wie früher. Natürlich würde man es sich immer noch ein bisschen besser vorstellen, aber im Gegensatz zu früher, wo eine neue Android-Version auch ein komplette neuer Nutzer Erfahrung war, ist es jetzt ja meistens so, dass sich irgendwie ein, zwei Kleinigkeiten ändern mit einer neuen Android-Version. Und früher fand ich es ganz schlimm, wenn ich nicht die neueste Android-Version habe. Da bin ich hibbelig geworden. Mhm. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, boah. Ich glaube, Jan wollte irgendwas sagen. Ich bin bei MIUI 12 auch hibbelig geworden. Ja gut, MIUI 12 ist ja auch nochmal was anderes. Aber das hast du schon relativ schnell. Also okay, das haben halt so ein paar Smartphones. Relativ schnell. Also. Jetzt kommt's. Es hat 3 Wochen gedauert. Es hat schon lange gedauert. Das liegt auch einmal an der Vorankündigung. Ne? Die hätten es nicht so früh ankündigen sollen, weil dann hätte keiner drauf gewartet. Das wäre halt das Ding. Aber vielleicht lag es auch an Corona. Ne? Alles auf Corona immer schieben. Das ist immer gut. Ja, ich meine, sie bringen ja auch jeden Tag ein neues Handy raus. Da müssen die Leute ja auch immer testen. Ne? Ja, ob das stimmt. Ob 12 noch so gut läuft. Also. Ich bin mal gespannt, was so jetzt noch so kommt in nächster Zeit, ne? Von Xiaomi. In diesem Jahr noch kommt. Das Jahr ist ja noch lang. Da kommt bestimmt noch so einiges. Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 Ultra Global. Dieses Jahr fühlt sich eher an, als ob es 10 Jahre wäre, aber das liegt an vielen Umständen.
Also, weil Mixed Germany geschrieben hat, 50-facher Zoom. Ja, wenn es dann optischer wäre, wäre wirklich gut, wie du geschrieben hast. Momentan haben wir aber teilweise schon einen recht guten digitalen Zoom. Also natürlich nicht zu vergleichen mit optischem, aber es wird immer besser. Und mit den Gimbal-Kameras wird das tatsächlich nochmal ein Tick besser. Ja, genau, weil wenn man normal fotografieren will und dann halt auf 50-fach oder 120-fachen Zoom wie bei Mizen Ultra stellt, ich will immer die Mizen T jetzt schon wieder sagen, aber Mizen Ultra stellt, dann merkt man das halt deutlich. Diejenigen, die so ein Smartphone schon in der Hand gehabt haben, haben es ja auch schon gemerkt bestimmt, dass man dann halt den Punkt gar nicht erwischen kann, den man eigentlich fotografieren will. Aber dank so einem Gimbal dann verbauten, also hier zum Beispiel haben wir gemerkt, das wird auf jeden Fall dann besser, auch für die Zukunft ist es wahrscheinlich dann. Auf jeden Fall. Viele sagen auch hier, dass sie auf jeden Fall immer AMOLED haben möchten. Ja, nie wieder ohne AMOLED. AMOLED-Vorteile übertreffen die von IPS deutlich. Wie gesagt, also ich selber persönlich verstehe das, sehe ich genauso ein, aber ich hatte irgendein Smartphone mit IPS, was ich eigentlich gar nicht so schlecht fand. Auch so farblich und so. Natürlich, die Schwarzwerte sind da ein bisschen, aber ich fand den, die kam schon so annähernd dran an AMOLED natürlich irgendwie. Wie gesagt, es kommt halt immer drauf an. Wenn man wirklich preis-leistungstechnisch optimal unterwegs sein will, kann ein IPS-Display die bessere Wahl sein. Muss es nicht, aber es kann die bessere Wahl sein. Und deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, es kann immer nur AMOLED sein, aber man kann nur IPS mögen. Ich glaube, da gibt es aber niemanden. Nee, also, ich muss auch wirklich zugeben, also wenn ich mir jetzt ein Handy kaufen würde, würde ich auch immer AMOLED haben wollen. Ich weiß manchmal selber nicht genau, warum, aber ich favorisiere auch einfach AMOLED. Ja. Ist halt einfach so. Ich mag halt Always-On-Displays. Das ist bei Mizen Ultra. Ja, das muss ich jetzt auch nochmal kurz holen. Hier, guck, ich hänge. Das ist halt das Ding, ne? Always-On immer aus, ne? Ja, ich mach's auch immer aus. Nee. Ich mach's auch immer aus, aber ich find's cool, dass ich's hab irgendwie. Bei der Benachrichtigungs-LED will ich nicht mehr haben. Das ist für mich schon wieder extrem oldschool. Deswegen. Und ich finde halt diese. Jetzt kommt Kamera. Ach nee, Felix, ich habe sie auf L gestellt. Das ist nicht so hell, weil draußen mit dem Bunker. Aber das Coole ist ja hier diese schicke Animation, denn. Wenn die Kamera angeht. Sekunde, wir haben es gleich. Technik begeistert, sage ich dazu nur. Wlup, und man fliegt so rein. Also, das hat einfach. Diese Super Wallpaper haben mich überzeugt, dass sowas doch cool sein kann. Ich weiß noch, vor ein paar Monaten, als Charlie mir immer von Super Wallpaper erzählt hat, ich gesagt, oh, ich mache meinen Bildschirm immer schwarz und es spart Akku. Super Wallpaper sind schon wirklich cool. Aber die Super Wallpaper haben mich ein bisschen bekehrt. Da verzichte ich auf ein bisschen ein paar Prozent Akku. Das war auf jeden Fall eine coole Idee. Ich hoffe, da kommen noch so ein paar mehr. Ja, genau. Was haben wir aktuell? Mars, Saturn, Erde. Mein Zuhause hätte ich gern. Ja, wäre auch lustig, ne? Wäre so richtig so wie bei Google hier. Bei Google, Google Maps hat auch dieses... Google Earth, genau richtig. Wenn es da so einfach so reinzoomen würde, das wäre auch lustig. Zusammenarbeit mit Google wäre cool. Oder jetzt auch den Venus wäre ganz geil. Da wurde ja jetzt Leben gefunden, oder? Ja, es gibt zumindest gute Hinweise auf Leben, ja. Genau. So, ich muss euch jetzt hier nochmal den Saturn zeigen. Ich hoffe, dass man es einigermaßen erkennen kann. Es ist zu dunkel, glaube ich. Ja, ne? Du bist auch jetzt mit dem Licht da dran. Ich kann kurz Mixed Germanys Frage beantworten. Ja, also jawohl, ich nutze einen OLED-Fernseher. Charlie nutzt einen alten Samsung IPS Smart TV? Was ist das? Röhren-TV. Röhren. Ich habe einen Röhrenfernseher. Ne, da brauche ich ganz viel Platz auf jeden Fall. Nee, ich habe leider Gottes noch. Ich gebe es ja offen zu, aber ich bin mir immer noch unschlüssig, was ich mir holen soll so richtig. Und denke mir immer so, oh, die werden ja alle jetzt wieder dann günstiger. Und dann denke ich mir am nächsten Tag, oh, jetzt können sie eigentlich, vielleicht werden sie morgen noch günstiger. Jetzt haben wir irgendwann Black Friday, glaube ich, wieder, oder? Ja, Ende November, ne? Ja, aber ist ja irgendwie gefühlt bald. So, und dann denke ich mir wieder, oh, jetzt ist bald Weihnachten, dann kann ich es mir wünschen. Keine Ahnung. Vom Weihnachtsmann. Nee, ich habe einen Samsung-Fernseher Full HD, ganz traurigerweise. Aber dafür konnte ich jetzt den Xiaomi Mi TV-Stick, den ich mir gekauft habe, super nutzen, weil er sowieso nur Full HD kann, daher bin ich dann nicht traurig. Und ich glaube, ich habe hier im Stream schon häufiger über meinen Sony-Fernseher geschimpft, ganz normales IPS-Display. Also das Bild ist gut. Aber die Hardware und die Software ist so eine Katastrophe. Ohne Witz, ich brauche wirklich 2 Minuten, bis der Fernseher an ist. Das ist schlimmer als der Röhrenfernseher, der erstmal warm werden musste. Ist unhaltbar. Ich finde das wirklich, Android TV finde ich nicht gut. Mein Vater hat einen Philips OLED mit Android TV drauf. Und wenn ich meinen LG mit WebOS nutze, irgendwie WebOS fühlt sich so viel flüssiger an. Es geht alles so schnell. Android also vielleicht TV ist auch eine Katastrophe, die Hardware, leider. Also ich mag das an sich, die Oberfläche. Aber die Hardware, die die Fernsehhersteller verbauen, ist einfach nicht geeignet für Android TV, beziehungsweise Android TV verbraucht zu viele Ressourcen. Und hallo Jojo, schön, dass du wieder da bist. Hey Jojo, apropos Android TV, hast du nicht letztens irgendwas gesagt, dass Google jetzt da irgendwie beim Chromecast richtig. Oder so? Den Stream werden wir am 30. September begleiten. Jan, du weißt noch nichts davon, aber am 30. September sind wir wieder live. Das ist nach meinem Geburtstag, machen wir. Ich hoffe, wir werden nicht gestrikt von Google. Nein, Google mag uns auch. Das ist direkt dann nach unseren Tech News. Das geht erst um 19 oder um 20 Uhr los oder so. Das ist auch ein Mittwoch.
Und da wird Google drei Sachen vorstellen. Das haben die offiziell angekündigt. Also es ist jetzt kein Raten, sondern es ist ganz offiziell. Es wird einmal ein Chromecast sein, der einen Android-TV-Stick hat. Es wird ein neuer Smart Speaker sein, also eine Google Home-Variante. Und es werden die neuen Pixel-Telefone sein. Also wir gehen davon aus, dass es Google Pixel 4a 5G sein wird und das Google Pixel 5. Und das werden wir auf jeden Fall auch begleiten und kommentieren. Und, ich hoffe, die sind nicht so wie in den Leaks, ey. Ja, ich will, dass Google mich wieder begeistert. Nee, das werden sie nicht. Aber was mich interessiert, ist der Chromecast mit Android TV. Genau. Weil das hat mich ja jetzt beim Xiaomi Mi TV Stick so, deswegen habe ich mich so verliebt in den Mi TV Stick, weil es halt Chromecast hat, Android TV, all das, was ich so an sich sehr gerne mag und was halt an sich auch gut funktioniert. Läuft der flüssig? Auch wenn die Hardware, wollte ich gerade sagen, auch wenn die Hardware noch ein Ticken besser hätte sein können, weil da ist noch 1 GB RAM zum Beispiel drin. Okay. Und Cortex, ich weiß gerade nicht mehr, den Prozessor habe ich nicht mehr im Kopf. Aber es, also wenn du erstmal, das geht relativ, ich würde sagen, der geht fixer als der Fernseher von Marco gefühlt. Alles geht schneller. Und ich bin damit auch sehr zufrieden so, aber ich, wenn man dann doch am Anfang gleich, wenn man ihn startet, dann zwischen den Apps hin und her springen will, dann sieht man manchmal so ein paar Mini-Ruckler, wenn er erstmal an ist und dann auch mal, also wenn ich jetzt zum Beispiel einfach anmache, auf YouTube gehe, auf Netflix, das geht relativ fix, also ich bin damit eigentlich zufrieden. Aber wenn man natürlich viel hin und her springen möchte und so, dann merkt man schon, dass da nur 1 GB Arbeitsspeicher verbaut ist zum Beispiel. Ich freue mich auch drauf, wenn so diese Sticks auch mal mit ein bisschen mehr Power rauskommen. Ich glaube, die anderen Sticks sind ja auch immer nicht so krass performancemäßig. Es gibt bei Google jetzt vielleicht. Ja, es gibt eine Android-TV-Variante, die richtig gut funktioniert. Das ist die von Nvidia. Und zwar, wie heißt denn der? Shield. Nicht Nvidia Shield, Dankeschön. Der ist zwar jetzt mittlerweile schon zig Jahre alt, aber der läuft immer noch richtig gut. Und ich habe mich so geärgert, dass ich mir den damals nicht gekauft habe. War natürlich relativ teuer. Ich weiß nicht, wie teuer der jetzt ist. Aber 300 € damals gekostet, fand ich unverschämt teuer. Aber wenn ich mir angucke, wie schlecht. Das Problem ist. Man kann nur hoffen. Ja, sag mal. Man kann nur hoffen, dass Google das jetzt richtig macht, wollte ich sagen. Genau. Also, Codename der Sabrina übrigens. Chromecast. Für den. Na, Sabrina klingt jetzt nicht nach viel Performance, oder? Also, weiß nicht. Oder? Das ist aber jetzt ganz schön. Ganz schön. Ich weiß nicht, ist das sexistisch? Ne? Nein, so meinst du jetzt nicht. Ich meine jetzt nicht, ob es weiblich oder männlich so. Keine Ahnung, so. Also, hättest du jetzt erwartet Flash oder? Ja, oder genau. Codename Blitz oder. Oder Megapixel. Megapixel, zum Beispiel. Das wäre halt interessant. Oder ciao, Daniel. Demnächst hätten sie auch machen können. Die hätten ja auch Codenamen Schnecke schreiben können. Wäre das gleiche wahrscheinlich. Langsam. Ist Daniel weg? Tschüss, Daniel. Oder Codename Hase, damit man merkt, das ist ganz schnell. Ja, genau. Genau. Ich wollte eigentlich noch irgendwas anderes. Das ist jetzt aber auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall, ach genau, ich wollte sagen, mir bringt so ein Stick gar nicht viel, weil der Fernseher, wenn er aus ist, braucht er halt immer 2 Minuten, um hochzufahren. Ich kann da nichts anderes, da bringt auch ein Stick nichts. Ach, ich lese gerade von Felix, wenn ich an Google denke, höre ich immer diesen Werbesound Stadia. Und irgendwas war doch mit Stadia auch irgendwas Neues, was ich cool fand. Oh, was war das denn nochmal? Scheiße. Gab es nicht irgendwie letztens eine News? Ja, es gibt andauernd News zu Stadia, aber ich cool muss fand. Gestehen, ich verfolge die gar nicht mehr so aufmerksam. Also ich mag Stadia, das Konzept immer noch. Aber, Neue Spiele hatte ja Jan gepostet auf Twitter, glaube ich, ne? Irgendwann mal. Aber ja, da die Hitman Collection ist ganz cool. Aber es sollen auch neue Features wieder geben. Ja, irgendwas, wo ich dachte, cool, dass Dauts dann auch jetzt läuft. Aber ich werde jetzt nicht jetzt so, deswegen ich. Beim nächsten Mal fällt mir es wieder ein. Also bei meinem Sony A1 OLED läuft Android TV sehr gut, ist auch recht flott bei den Mittelklasse-TVs, kann man das echt vergessen. Das habe ich noch einen älteren Sony im Schlafzimmer, schreibt Michael. Ja, du hast ja auch gedacht, dass er erst kaputt wäre, ne? Auf jeden Fall. Ja, es ist auch leider kein Mittelklasse. Es ist einer mit einem X-Irgendwas-Prozessor. Es soll eigentlich der Top-Line sein. Ja, gut, riesig ist jetzt nicht das Argument. Ja, es ist ein 60 Zoll. Ich habe auch keine Fernbedienung. Ich muss immer am Fernseher so ein Ding drehen, damit der umschaltet. Das ist aber schwarz-weiß, ne? Ja. Ich muss auch immer so einstellen, wenn man schon mal krisselt, dann muss ich ein bisschen nachjustieren. Ja, das auch. Und die Antenne dann da oben. Genau. Jan? Jan, schön. Ich habe gerade ganz kurz geguckt wegen Stadia, ob es da irgendwelche News gibt. Und ganz krass eigentlich, hier vor 2 Tagen, am 14. September, hat Apple bekannt gegeben, dass Stadia, xCloud und GeForce Now jetzt auf iOS erscheinen. Ja, stimmt. Ja schon genau, ich glaube, cool. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es das war, aber irgendwie sowas krasses war. Also die App kann man ja schon länger installieren, aber Apple hat sich die ganze Zeit geweigert, Streamingdienste dazu erlauben, weil sie wieder Angst haben um ihr Geschäft. Ne? Mal alle anderen schön rauskanzeln. Jetzt soll es unter sehr strengen Auflagen soll es erlaubt werden, aber ich weiß nicht genau, was die strengen Auflagen bedeuten. Ach, und Daniel ist aber noch da. Aber der eine Daniel, ja genau, ich weiß. genau. Mike Maverick bleibt auch beim Fire TV 4K. Natürlich. Ich habe halt nur einen Full HD-Fernseher, deswegen reicht mir ein Mi TV Stick. Aber ich denke mal, die Mi TV Stick 4K-Version wird auch kommen. Also, hatten Sie nicht die Box, die 4K konnte? Die hatte ich ja auch kurzzeitig. Auch mit Android TV. Das war auch ein bisschen schneller, hatte auch 2 GB Arbeitsspeicher, kostet auch nur 60 €. Also daher wäre die Box natürlich.
Für Leute mit 4K-Fernseher macht das dann Sinn, aber der TV-Stick ist halt nochmal günstiger. 40, ja, und kannst, ne, halt gut hinten verstecken, brauchst kein extra Netzteil, weil das kannst du direkt am USB-A-Anschluss am Fernseher, darüber kriegt er dann den Strom. Mhm. Also sehr gut, sehr gut. Genau. Ich habe einen TCL-TV und nutze auch Amazon Fire TV-Stick. Ja. Also ja, Daniel, genau den Weg wollte ich eigentlich jetzt auch gehen. Ich wollte den Sony irgendwie loswerden und einfach so einen ganz einfachen, aber ich meine, die Displays und so sind gut, aber die haben halt wenigstens kein Schnickschnack da eingebaut, der ja nicht funktioniert. Willst du dir meinen Fernseher abkaufen? Also ich würde ihn dir für 500 Euro. Oder wollen wir tauschen? Ich habe, also du hast schon einen schönen Fernseher an sich. Der kann doch 4K, oder? Ey, Marco, tauschen, okay, ist ein guter Deal. Also ich würde... Ja. Ich kann mit dir tauschen, Jan. Wir tauschen immer so hin und her. Nee. Nee, ich weiß aber auch nicht, welcher ist denn gut und günstig gerade? Jojo, macht's gut. Oh, tschüss Jojo. Danke, dass du da warst. Er darf ins Bett, aber er will nicht, oder? Kann ich verstehen. Lass ihn doch einfach hier zuschauen weiter. Er möchte halt einfach... Ja, aber Sandmännchen ist jetzt durch, ne? Es ist jetzt 7:30. Ja, ist schon richtig. Ich musste früher immer um 20.15 Uhr spätestens ins Bett. Immer dann, wenn die harten... Mit 21 noch. Das war ja gestern noch, ne? Ja, genau, stimmt. Hatte letztens Geburtstag, da war ich noch 21. So, ich weiß gar nicht, ob wir irgendwas überlesen haben. War ich ganz durch oder warst du ganz durch dann? Wir waren eigentlich ganz durch. So, durch, fertig. Entschuldigung, falls wir eine Frage übersehen haben sollten, die ihr gerne noch beantwortet haben möchtet, dann sagt nochmal Bescheid. Oh, hier sind nochmal Fragen. Zum Mizing Ultra, ja, globale ROM, haben wir so ein bisschen schon beantwortet gehabt. Ja, wir stellen euch da was vor, hoffentlich genau, in richtig, ein bis zwei Wochen. Genau, aber diese Global ROM Beta, da gibt es so einen Haken, was wir euch dann alles verraten, weil wir wollen alles schön aufgelistet euch sagen und dann ist dieser Stream nicht so richtig aus, wenn wir es vorbereitet hätten, aber wir machen es dann lieber als Video. Mhm. Und dann flashen wir auch gleichzeitig das Mizing Ultra, dann seht ihr auch mal, wie das funktioniert. Hatten wir euch schon alles erzählt, ich weiß, aber Classic Sunny war wahrscheinlich noch nicht da. Genau. Und ich glaube, aber Jan hat irgendwas beantwortet, genau, während die geredet haben. Auf die Felix-Frage wahrscheinlich eingehen, oder? Ja, Prime Gaming würde ich benutzen, wenn es gute Games gibt. Prime Gaming hilft mir, ist das von Amazon oder was? Anscheinend, ja. Ich habe das auch noch nicht gewusst, dass sowas da kommen soll, weil Felix hat es vorhin geschrieben, dass da sowas kommen soll. Ja, dass Amazon an sich sowas plant, wusste ich, aber ich wusste noch nicht unter welchem Namen. Prime Gaming. Ja, gibt aber Sinn, ja. Amazon Prime Gaming. Und die haben natürlich auch, neben Google, sind die am ehesten die Infrastruktur dafür haben. Ne? Also Amazon-Server gibt es ja in jedem Hinterhof. Und es würde auch so ein bisschen zu Twitch passen. Ne? Das ist ja auch so eine Kooperation, oder? Irgendwie also so ein ich glaube, dass... Ich mag ja Stadia sehr gerne, aber ich befürchte fast, oder hoffe vielleicht auch, weil Konkurrenz belebt das Geschäft, dass Amazons Lösung besser funktionieren könnte. Könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Auch speziell in der Kombination mit Twitch, weil auf die Kombination mit YouTube, die ja angekündigt ist bei Stadia, warten wir ja bis heute. Und wie lange? Ist jetzt 9 Monate alt Stadia schon? Über 9 Monate. Wir konnten es schon im November oder sowas testen, ne Jan? Wir waren ja noch mit die Ersten. Ich glaube im November letzten Jahr. Ja, ich habe es ein bisschen später bekommen, weil ich die Premiere Edition... Ja gut, aber ich glaube ab November ging es ungefähr los. Da fällt mir gerade ein, wir müssen endlich mal wieder ein bisschen zocken auf Twitch. Ich habe immer noch Tomb Raider, immer noch nicht durchgespielt. Ich habe auf Stadia mir extra Tomb Raider, habe ich mir gekauft? Nee. Ja, eine Person hast du gekauft. Ja, stimmt, eine habe ich mir gekauft, genau. Muss ich noch weiter zocken, irgendwann auf Twitch. Twitch Prime als Prime. Danke für die Follows übrigens vorhin nochmal. Ach so, ist aber kein Twitch Prime Gaming, war ein Wunsch, ja. Achso, und wegen meiner Frage vorhin, ob ihr irgendwelche Fernseher empfehlen könnt, hatte ich hier irgendwas gelesen. Einmal mit TCL und Hisense empfiehlt jemand, sehe ich an sich. Genauso, an die habe ich mich auch schon sozusagen rangetraut, beziehungsweise halt mal nachgeforscht, was es so für Fernseher gibt, weil Hisense habe ich wirklich mal überlegt, weil die an sich ja auch schön günstig sind und auch nicht schlecht sein sollen. Ja, genau, und wenn man halt Android TV und so nicht drin haben will, was ich ehrlich gesagt nicht möchte, ich möchte mir lieber so einen Stick nochmal kaufen, das ist mir 10-mal lieber, weil es funktioniert besser. Ich würde nie wieder diesen Fehler machen. Ich habe halt wirklich gedacht, ist so cool, ein Fernseher, da ist gleich Android TV drin, das wird toll. Ja, denkst du, WebOS. Oh, und Jojo, cool, er zieht schon die Mütze so an wie du, Charlie, das freut mich auf jeden Fall. Das ist Influencer hier, ne? Influencer mit der Cappy quasi. Freut mich. Genau. Glückwunsch nachträglich, an wen? Wir haben von deinem Geburtstag gerade gesprochen, also tippe ich mal. Marco hat aber auch Geburtstag und Jan hat bald Geburtstag. Ja, wir sind alle Septemberkinder, stimmt, als ob wir uns abgesprochen hätten. Ja. Aber trotzdem vielen Dank auf jeden Fall. Nehme ich jetzt mal schon für uns beide an. Genau. Und ich. Vorträglich ist. Nee, das ist nicht, darf gut, man das nicht. Macht vorträglich nicht. Sagt man das überhaupt? Nee, was sagt man da? Im Voraus? Im Voraus, dankeschön. So, Amazon Prime Gaming haben wir schon erfahren, oder? Kommt noch. Bla, Felix, ach so. Nee, es war nur ein Wunsch. Das hat er nur gesagt, es war ein Wunsch.
Ach so. Gibt's nicht. Also, okay. Ah, okay, war nur Wunsch. Aber wenn? Amazon arbeitet wirklich an so einer Lösung, das weiß man, aber wie die genau aussehen wird. Die waren auch eigenes Spiel, ne? Die haben so ein RPG-Spiel rausgebracht, die haben ein eigenes Spielstudio. Ja, nicht, selbst Google hat einen gegründet. Aber es ergibt auf jeden Fall Sinn, würde wie gesagt auch passen wegen dieser Twitch-Verbandelung da und so. Ja. Und ich glaube, wenn man auch bei Amazon Prime ist und es dann mit Twitch kombiniert hat, kriegt man da nicht auch irgendwelche Gratis-Spiele manchmal ja. oder so? Ja, ne? Irgendwas ja, habe ich da gelesen. Und auch so Ingame-Sachen noch für andere ja. Spiele. Und man kann halt Leute dann abonnieren, wenn man... Genau, stimmt, kostenlos auf Twitch. Genau. Sobald wir Affiliate sind, könnt ihr es gerne machen, sind wir jetzt bald. Danke. Nein, Spaß. Und ihr schaut bei Jan momentan noch vorbei. Ja, genau, richtig. Der ist nämlich schon. Ja, da läuft halt auch nicht. Ich bin schon, stimmt, aber... Genau. Half-Life muss ich noch weiterspielen, ey. Komm auch nicht dazu. Du kannst auch einfach bei uns weiterspielen. Könnte ich auch machen. Sobald wir Affiliate sind... geht's rund. Ja, das ist Twitch Prime, was jetzt, glaube ich, Prime Gaming heißt, also das mit den Free Games. Okay. Ja, genau. Okay. Ja, aber vielleicht bauen sie es trotzdem weiter aus, das kann ich mir schon vorstellen. Also, müssen wir mal, wir behalten es im Auge. Ich bin mir sicher, dass Jan euch davon berichten wird, wenn es irgendwie konkretere Details gibt. Übrigens, Jan, jetzt dein Licht im Hintergrund, jetzt hast du aber auch schwierige Schütze hier aufgefahren. Ne? Jetzt kann ich hier nicht mehr alleine sagen, hier, guck mal da, sondern jetzt können wir auch bei Jan gucken. Ja, mit der anderen Kamera hat man es nicht so gut gesehen, jetzt sieht man es besser. Ja. Falls ihr meinen privaten Account noch kennt auf YouTube, dann und könnte ja sein, dann werdet ihr im nächsten Video, glaube ich, schon auch ein bisschen was anderes sehen, was Licht angeht. Ja. Ich bin da sehr stolz drauf. War nicht teuer, aber ich bin trotzdem stolz drauf. Vielleicht ein bisschen inspiriert von Jan und Marco, kann sein. Bin gespannt. Hat was mit Farben zu tun. Er hat einen Farbeimer genommen und einmal an die Wand geklopft. Ich freue mich gerade schon selbst. Vorgestellt. Ich freue mich einfach gerade, ich freue mich die ganze Zeit schon drauf aufs nächste Video. Schon, also wegen dieser neuen Sache, die ich da habe. Aber. Das klingt gut. So, aber jetzt haben wir wirklich alles euch erstmal erzählt. Ich hoffe, wir haben auch alle Fragen beantwortet. Genau. Ihr habt noch 5 Sekunden, um neue Fragen zu stellen, sonst sind wir weg. Denn ich muss die Wiederholung von Sackmännchen noch. Wir können so lange mal über allgemeine Themen reden. Was gibt's bei euch heute zu essen? Burger. Ja, also wir haben gerade gegessen, wir haben uns so schnell was bestellt, vor dem Stream nichts zu essen ist immer schlecht, weil... dann hängen wir hier die ganze Zeit. Aber ich muss zugeben, dass ich extrem Durst habe, dank dem Burger, ne? Das kann ich gleich schon mal verraten. Dass ich deswegen auch jetzt gerade die ganze Zeit drüber nachdenke, wo ich was schnell was zu trinken herkriege, aber hier steht gerade nichts. Deswegen... Kannst du gleich machen. Das wird nicht verraten. Zu alt. Ich muss sagen, die neue... Hä? Zu alt, sage ich dazu nur. Ach, es gibt keinen zu alt. Aber zusammen sind wir noch unter 100 auf jeden Fall. Glaube ich, oder? Können vielleicht hinkommen, weiß ich nicht. Vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, ich kann mir gar nicht so gut rechnen. Oh, das wird aber knapp. Sind wir noch unter 100? Das wird aber knapp. Ja. Könnte aber hin... Doch, ich glaube, wir unter 100 sind viel. Ich glaube, es wird... Wie alt bist du denn, Jan? Wir verraten sie jetzt nicht, oder? Nee, ich glaube... Doch, wir unter 100 sind wir... Also je nachdem, wie alt Jan... Ach, ich weiß es nicht. Egal. Jan ist doch schon 99. Wie soll man denn da noch drunter sein? Fuck. Egal. Entschuldigung, Jan. Entschuldigung. Wir wollten es doch nicht verraten, genau. Nee, ach, was wollte Jan gerade sagen? Ich habe ihn, glaube ich, unterbrochen, oder? Oder habe ich nicht unterbrochen? Nee, ich habe nur so Mist. Ach so. Zwischen 99, ich habe es verraten. Ich würde euch alle so zwischen 25 und 35 schätzen. Schwer Danke. Zu sagen. Danke. Passt. Ja, oder? Also, ich find's gut. Also, zwischen 15 und 25 würde besser passen. Würde uns besser gefallen, nicht besser passen. Was haltet ihr von den MeToo Wireless Earbuds, Redmi Earbuds? Ganz ehrlich, ich selber hatte noch nie das Vergnügen, welche zu testen. Ich hatte nur das Vergnügen, welche zu verlosen. Aber ich glaube... Das sind die Stäbchen-Earbuds, ne? Von Xiaomi. Und die gibt es ja in der ersten Version und in der zweiten Version, ne? Genau, du warst, glaube ich, die erste Version. Ich habe die erste Version und ich muss sagen, die sind mir ein bisschen zu klobig gewesen. Ich weiß nicht, wie die zweite Version sich in Natura anfühlt, aber die erste Version, da waren die Stäbchen, das war schon mehr als ein Zahnbürstenkopf. Also, Ich habe aber gehört, dass sie wohl ganz gut klingen sollen. Also aber die Zweier-Variante, die ich verlost hatte. Und ohne Stäbchen. Okay, ja, es gibt welche, die sehen so aus, glaube ich, wie die wir jetzt hier so im Ohr haben, ne? Die so ein Mini-Stäbchen haben. Die gibt es auch von Xiaomi, glaube ich. Ja, es gibt schon gute Kopfhörer und die Xiaomi sind technisch auf jeden Fall auf dem Stand. Jan, jetzt hast du es. Entschuldigung, wir haben mich jetzt zweimal unterbrochen.
Stimmt, ich hatte überlegt, weil BlauOx gerade schreibt, ich habe es auch auf Twitter schon gepostet, nachher ist ja der Livestream um 22 Uhr von Sony. Hatte ich überlegt, ob ich das mit euch zusammen livestreame, also mit dem Chat. Ah, wegen PlayStation? Wahrscheinlich dann nicht dabei. Wegen PlayStation oder wegen genau, was? wegen PlayStation. Ah, manchmal, wenn du losredest, dann kommt es bei mir nicht richtig an. Zum Glück keine Sony-Smartphones, das will ja keiner mehr sehen. Aber wurde da die PlayStation 5 vorgestellt, richtig jetzt, offiziell, oder was? Ja, das wurde ja schon, aber da soll jetzt nochmal genauer irgendwie darum gehen. Auch um Spiele, glaube ich, ne? Irgendwie sowas habe ich gehört, dass er nochmal... Spiele wurden auch schon mal gezeigt, ja, aber in so einem Livestream. Beim PlayStation 5 war da nicht sogar, dass da richtig viele Spiele nur gezeigt wurden und gar nicht so viele richtig zur PlayStation 5? Ja, ich auch gesehen, da wurden nur Spiele gezeigt. Genau, das hatte ich so halb gesehen und hat mich dann irgendwie genervt, da habe ich irgendwann ausgeschaltet. Aber okay, cool, gut zu wissen. Der Preis wird heute bekannt gegeben, ja, schauen wir mal, also... Also ich wäre auch, also die PlayStation 5 hätte ich ja wie gesagt gerne, aber ich spiele dann sowieso wieder nicht, ich weiß nicht. Vielleicht erstmal im Fernseher, keine Ahnung. Aber kein Sony-Fernseher. Also PlayStation 5 werde ich mir auf jeden Fall kaufen. Auf und die Xbox Fall. Nicht? Nicht oder sofort was? Vielleicht, aber auf jeden Fall. Und die Xbox nicht? Nee, ich habe auch hier ein Windows 10 Gaming-PC. Ich kann, also wenn da ein Exklusivspiel rauskommt, dann geht es meistens auch auf Windows 10 und dann... Oh, ich will die PlayStation 5, die sah eigentlich auch ganz cool. Die kommt ja in, das war ja die weiße, ne? Stimmt, das war ja, kommt ja gleich im Weiß raus. Das war im Stormtrooper-Look. Ja, stimmt, ich mag das ja so sehr. Oder Panda-Look, je nachdem. Oh, die würde auch besser aussehen als die PlayStation 4. Die ist momentan ja bei mir auch immer im Hintergrund, in meinen Videos immer zu sehen, die PlayStation 4. Wenn jetzt die PlayStation 5 stehen würde, das wäre geil. Am besten jetzt schon so. Der Jan muss mal wieder zeigen, was er so... Ja, Staub, ja, ganz viel Staub auf jeden Fall. Die Lüfter, sind die aus? Nee, die haben sich bewegt, oder? Ja. Nee, die gehen. Angeber. Oh, siehst du, der Chat sieht das auch so, Jan. Ja, ne? Wirklich. Ey, man muss sich... Ich bin halt PC Master Race. Es geht nicht anders. Alles gut. Angeber. Ja. Nachher wird es wieder um die Spiele gehen und mal sehen, ob der Preis bekannt gegeben wird oder nicht. Abwarten, Showcast wird ca. 40 Minuten dauern. Ja, aber bin gespannt. Also, wolltest Minuten? Du jetzt live streamen? Vielleicht mache ich das. Wo wirst du den Livestream wenden? Na hier auf MyAliTech. Wenn es klappt, dann hier auf MyAliTech. Aber ich weiß noch nicht ganz genau, ob es zeitlich passt. Vielleicht schalten wir ein. Vielleicht striken wir dich. Oh, bitte nicht. Dann würden wir uns ja selbst schaden, das wäre auch blöd, eigentlich stimmt. Gibt dann vielleicht auch einen Gast, der hier mit zuguckt. Jetzt, okay. Ach, du willst es raus haben, jetzt verstehen wir das. Nee, nein, hier vor Ort meine ich der Gast. Ja. Ich kann mir sogar vorstellen, wer. Ich nicht. Es gibt ja mehrere. Es gibt zwar mehrere Kandidaten. War schon mal in einem Gaming-Stream dabei bei uns. Also die Zuschauer könnten sie vielleicht auch kennen. Hm. Jetzt ist es erst sie, so stark. Also, ich wollte erst sagen, vielleicht kommt Marco ja noch zu dir, aber okay, wenn es ein sie ist, dann hat sich das ja ausgeschlossen. Ich spare auf einen PC, auf meinen Toaster-Laptop läuft nicht. Das ist halt, ne? Also PC ist schon auf jeden Fall nochmal einen Ticken besser. Ich habe früher auch immer gedacht, so, ich hole mir lieber einen richtig fetten, coolen Laptop. Wobei der hier von Marco ist ja ganz cool, aber er sieht halt auch aus wie, könnt ihr ja nicht sehen, deswegen ist es jetzt nicht so witzig, aber sieht schon sehr altbacken aus. Ja, das ist er aber lustigerweise nicht. Und die Hardware ist, da ist eine richtige 1060 drin, eine vollwertige. Hier ist halt Screen-to-Body-Ratio ungefähr bei 35% oder so. Die Ränder sind so. Aber, leistet ja, so. Es ist mein Streaming-Rechner, selbst wenn ich mal Formel 1 streame, der übernimmt das Stream und mein Rechner muss rechnen. Aber an sich schaffst du mit dem PC immer mehr, zumindest ist es dann günstiger, so in Relation. Natürlich, Preis-Leistungs-Verhältnis immer, gar keine Frage. Deswegen. So, Community-Betrug, was? Ja, wegen, weil gestern zwei Gäste da waren. Ach so. Ja, das stimmt. Kanntet ihr Jono? Meine Fresse. Jonas schon eigentlich? Jonas. Jönos, war ihr euch schon ein Begriff oder weil ihr ihn ja nicht erraten konntet, denken wir eigentlich, dass ich ihn vielleicht noch nicht so richtig kannte oder habt ihr einfach nicht an ihn gedacht? Also ist jetzt auch nicht schlimm. Boah, siehst du, konnten wir mal jemanden, also wie gesagt, wir haben ja ein paar Kollegen, mit denen wir uns gut verstehen, also die meisten eigentlich. Und Jonas, ich finde, das ist viel einfacher. Nennen ihn doch einfach, müssen ihn ja nicht bei seinem Kanalnamen nennen, sondern wie er richtig heißt, Tim meine ich natürlich. Ihr wisst, wen ich meine. Tim Apple war gestern zu Besuch. Tim Apple, genau. Tim war gestern? Krass, ehrlich. Macht auf jeden Fall auch ganz interessante Videos, aber natürlich mehr Apple fokussiert, wenn es nicht um E-Mobilität geht. Ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache, aber er hat sich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ihr alle so lieb wart und ihn auch ordentlich abonniert habt. Das hat er uns im Nachhinein noch erzählt. War er total überrascht, dass wir auch als im Verhältnis zu seinem Kanal, kleinen Kanal, so eine coole Community haben. Also da war er echt angetan. Jonas, jetzt kannst du dir 50 Euro überweisen.
vergessen. Genug Werbung für heute. So, kannte ihn schon, schreibt Mike. Super, freut uns. Terunia sagt nee anscheinend, oder? Ich weiß nicht, ob es darauf bezogen war. Aber Blauorg schreibt, wenn der Toaster-Laptop macht doch wenigstens Toast, genau, und der Gaming-PC kann das wahrscheinlich nicht. Zumindest wenn er gute Lüfter hat, auf jeden Fall nicht. Auf welchen kann man auch dann ein Ei drauf braten? Das kann natürlich auch sein. Kann man auf deiner Festplatte? Ja, das stimmt, auf meiner selbst gebauten. Ich habe einfach eine SSD, eine M2-SSD ausgebaut aus meinem alten Laptop und dann das in so ein externes Gehäuse gebaut, aber das Ding wird ganz schön heiß. Aber es überlebt bisher jedenfalls. Genau, bisher, ja. Ich habe aber sicher jetzt erstmal was Wärmeisolierendes drunter gepackt, als ich Daten übertragen habe. Und jetzt haben wir jetzt denjenigen gefunden, der uns gestern hier gemeldet hat. Hier, Felix hat recht, glaube ich. Own Galaxy hat unseren Stream gemeldet, um unsere Zuschauer abzuziehen. Das hat nicht funktioniert. Ja, aber ein paar sind anscheinend schon drüben geblieben. Ich glaube, wir hatten irgendwie 33 und danach hatten wir nur noch 25 oder sowas. Keine Ahnung, im Dreh. Du bist zu dunkel, Jan. Genau. Aber du bist ja gar nicht so dunkel. Du hast schon das Licht angemacht, ne? Ich habe es nicht gerade auf 100% gestellt, ja. Sehr gut, sehr gut. So. Ich finde das neue Format hier echt geil. Intra-Video, Video gemeinsam mit der eigenen Community gedreht. Das wäre auch eine Idee, also beziehungsweise machen wir ja im Endeffekt, genau. Ja, ich mag das ja auch, oder wir mögen das auch. Deswegen machen wir es auch immer gerne so lange und deswegen haben wir auch so Bock auf die Tech-News im Endeffekt. Wir wollen die News schnell hinter uns bringen und dann... Genau. Weil so haben wir halt noch... Dann klicken halt mehr rauf, ne? Wenn wir jetzt sagen würden, wir unterhalten uns mit euch, wäre natürlich... Der Kern wäre da, aber wenn wir schreiben, ich schaue Mi 10T kommt raus, dann kommen mehr rein, meistens. Oh, Jan ist jetzt sehr dunkel. Jan, Stromausfall? Aber dann ist der Dynamikumfang von hinten auf jeden Fall. Also dann sieht man mehr Blau im Himmel, obwohl jetzt geht es auch wieder. Stimmt. Aber gerade wo es dunkel war, fand ich den Himmel schöner. Irgendwie. Also die Webcam, muss ich aber sagen, ist für eine Webcam nicht verkehrt. Ne? Schöner Himmel, ist aus wie gemalt. Genau. Ja. Fein, fein. So. Dann zum Hauptthema. Ja, die Scharie ist sowieso immer Hauptthema, gar keine Frage. Wie gesagt, das haben wir ja am Anfang dieses Streams auch gesagt. Wenn wir in einem Stream sind, dann ist Xiaomi immer Thema, egal was in der Headline steht, das könnt ihr euch merken. Warum ist es hier so dunkel und bei Jan sieht aus wie helllichter Tag hinten, oder? Ja, ich wohne halt weiter im Osten, ne? Da geht die Sonne zuerst unter. Krass, ey, hier ist es gerade schon stockdunkel, ich bin voll erschrocken. Ja, es sieht in echt viel dunkler aus. Ach so, okay, ich habe schon gedacht so, hey krass, du wohnst doch gar nicht so weit weg. Als wenn du so irgendwie gerne Australien wärst oder so. Genau, geht die Sonne schon wieder auf. Ja. So. So langsam würde ich mir, glaube ich, Essen machen wollen. Genau. Guter Plan. Ich möchte auch so langsam nach Hause und an weiteren Sachen noch rumbasteln. Genau. Und Jan schaut ja vielleicht nachher nochmal vorbei. Behaltet mal, genau, mal gucken, die Augen offen. Genau. Ich kriege dann eine Nachricht höchstwahrscheinlich, wenn er online gehen sollte. Eine Frage noch. Na los, eine Frage noch, Felix. Okay. Das ist jetzt so eine Frage. Xiaomi immer Thema und zum Entspannen Lego Xiaomi zusammenstecken. Euer Alltag ist ganz schön abwechslungsreich. Ja, oder? Finde ich auch. Also ich meine, Xiaomi ist schon ein cooles Thema, aber das Ding ist, Terunia wäre mit dabei, cool. Wer weiß, keine Ahnung, falls wir wach sein sollten, dann, also Jan, du kannst gerne mal fragen, vielleicht stoße ich noch dazu, aber ach, wird schwierig. Mein PC steht im Schlafzimmer, muss meine Freundin wach bleiben. Naja. Du kannst ja auch mit Handy oder so, oder kannst du nicht? Ja, ich werde nicht, wenn es dann zu schlechte Quali ist, ist ja auch blöd. Aber ich könnte mit einem Laptop vielleicht und mein Mikro wenigstens anschließen. Mal gucken. Kannst ja mal reinschreiben, wenn du es machst. Mal sehen, vielleicht bin ich dabei. Ich mache jetzt gleich noch Essen, esse dann und dann gucke ich mal. Ich muss noch einrichten dann. So machen wir das. So, gut, Felix' Frage können wir noch ganz kurz beantworten. Was arbeitet ihr? Macht ihr YouTube hauptberuflich? Willst du anfangen? Noch bin ich Student. Ah. Oh, es klingelt. Ach ja, mein Essen. Ist auch geil, wird ja im Laptop sogar angezeigt. Yep. Jemand ist an der Haustür. Sehr gut. Also ich bin noch Student und mache YouTube nebenberuflich aktuell noch. Aber wer weiß, vielleicht wird mehr draus. Mal sehen. Jan? Felix, du hast wohl das Video nicht gesehen, wo ich den Schreibtisch vorgestellt habe. Dann wüsstest du, dass ich... Ich habe schon gesehen, ihr musstet den Joghurt austauschen. Ne? Was hast du gerade gesagt? Also, alles klar. Jan? Ich habe gerade gesagt, ich bin Android-Entwickler und Felix hat das Video anscheinend nicht gesehen, wo ich den Schreibtisch vorstelle, weil da habe ich das gesagt. Ach ja, genau, stimmt, genau. Und da sitze ich sehr viel am Schreibtisch, deswegen habe ich... Oh, jetzt sind meine Kopfhörer ausgegangen, jetzt läufst du hier über die Lautsprecher hier. Mist, warum das denn? Ja, gut, egal, Felix wird es gehört haben, denke ich. Klasse. Android-Entwickler, hauptberuflich, Felix. Ich höre dich gar nicht mehr. Nimmt auch sehr viel Zeit in Anspruch. Ich hoffe, der Chat hört mich noch. Man hört jetzt Mike
Kopfhörermikrofon. Ja, die Sache ist, ich höre dich jetzt nur über den Lautsprecher, hier über den Laptop. Ich glaube, Marco ist einfach zu weit weggegangen oder so und dann sind meine... Man hört mich nicht? Das tut mir leid. Ich bin wieder da. Ich höre jetzt alles über den Lautsprecher nur. Keine Ahnung, wenn Jan, sag mal was. Hallo? Okay, jetzt geht's wieder. Okay, jetzt geht's wieder. Jetzt, wo Marco wieder zurück ist, weil gerade, wo du weg warst, ging der Lautsprecher vom Laptop. Aber ihr habt wahrscheinlich auch alles mithören können. Ja, alles mitgehört. Ja. Entschuldigung. Was auch so, der heißt nochmal. Was? Felix, du hast das Video wahrscheinlich nicht gesehen, wo ich den Schreibtisch vorstelle, denn dann wüsstest du, dass ich Android-Entwickler bin, hauptberuflich. Genau. Nicht so, aber ich Mikro aus, es tut mir leid. Er ist jetzt neu für uns, ne? Wir haben ja jetzt ja so eine Sender-Empfänger-Ding, also wir können damit jetzt rumlaufen mit dem Mikrofon und er hat es vergessen, anstatt abzumachen gerade. Naja, jetzt extra abmachen. Hat er das gesehen, dass du ein Mikro um hast? Vielleicht. So lustig. Ich habe nicht den richtigen Joghurt, aber der Ersatz-Joghurt ist auch okay. So, aber das Video ist auf dem Kanal auf jeden Fall noch von Jan mit dem Schreibtisch. Und wo war, wir waren gerade, habt ihr schon erzählt, was ihr macht? Ja. Habt ihr Wahrheit erzählt? Ja, ja. Haben wir. Ich bin IT-Administrator, hauptberuflich. Und YouTube ist der zweite Job. Also als Hobby oder so würde ich das schon gar nicht mehr bezeichnen. Dafür frisst es viel zu viel Zeit, aber im positiven Sinne. Aber ich würde sagen, dass ich mindestens so viel Zeit in YouTube reinstecke, wahrscheinlich sogar mehr als in meinen Hauptjob. Also ich auf jeden Fall auch. Wie, du handelst nicht mit Katzenbabys? Also ich habe das mal vor ein paar Jahren gemacht, aber es lief nicht so gut. War die Milchrechnung war nicht so hoch. Genau, und Pischner hat schon richtig erkannt, was das Problem war mit dem Ton. Aber wir wollten eigentlich, die letzte Frage haben wir jetzt beantwortet. Richtig, genau. Ich habe Hunger. Chat, es tut mir leid, aber ich habe wirklich Hunger, denn ich habe vor dem Stream nichts gegessen. Und das war der Fehler. Ich versuche es zu vermöglichbaren, wie Barney Stinson oder wie der heißt, sagen würde, dass wir nachher noch live streamen. Sehr schön. Supi, dann wie gesagt, vielen lieben Dank, dass ihr wieder so zahlreich da wart. Und nächste Woche, Mittwoch, sind wir auf jeden Fall da. Haltet auf Twitch auch Ausschau, den Kanalnamen, da seht ihr da unten. Maya, die ganz einfach, ohne irgendwelche Zusätze. Dort werden wir die Lego-Geschichten weiter streamen. Wann genau? Wir versuchen es auch dort. Dort kann man ja auch Schedule einstellen. Wenn wir es wissen, wann wir es machen, werden wir es auch dort einstellen. Ansonsten macht einfach da alle Benachrichtigungen an und dann seid ihr hoffentlich auch dabei. Ich denke aber spätestens nächste Woche, dass wir das Ding, weil wir wollen das Projekt ja auch zu Ende bringen, damit wir dann auch die Review machen können. Unsere Meinung, die wir auf YouTube dann posten, natürlich für alle, die das jetzt nicht da zu Ende sehen können. Sehen dann hier auf YouTube trotzdem noch, wie der Road Racer aussieht und wie wir damit rumfahren, falls er fährt. Er soll ja fahren können und wie schnell er fährt und so weiter und so fort. Berichten wir auch nochmal auf YouTube natürlich als Video separat. Und demnächst wird auch unser 1000er Abo-Livestream noch kommen. Wir kündigen jetzt, glaube ich, seit 3 oder 4 Wochen an, oder? Ja, aber die Gewinne sind schon da. Mehr. Aber die Gewinne sind schon da. Also, ihr werdet die noch kriegen auf jeden Fall. Also 3 von der euch. Der Stream kommt einfach. 3 von euch werden einen Gewinn kriegen. Aber es kommt. So. Es kommt. Ciao, Mike Maverick. Bis dann. Und das Fenster sieht von Jan sieht wirklich aus wie so ein Bild. Sieht irgendwie ganz cool aus. Ja, ne? Ich habe auch schon geguckt. Sieht echt verrückt aus im Stream. Sehr cool. Und es ist. Naturjoghurt ist einfach nur ein anderer Naturjoghurt. So, jetzt habe ich auch diese Frage beantwortet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche spätestens. Bis bald, liebe Community, wie Felix schon geschrieben hat, genau. Bis Danke, dann. Dass ihr alle Tschüss. So fleißig zuschaut. Tschüss, wir freuen uns aufs nächste Mal.